Oh, hallo und herzlich willkommen am Schreibtisch, heute mal wieder aus dem Büro quasi zu unserem heutigen Thema. Da ist ein roter Punkt auf Neuseelands Südinsel. Das ist unser heutiges Thema. Und zu diesem roten Punkt ungefähr, das ist so das, was ich so ein bisschen ausspinifelt habe, beziehungsweise was mir ausspinifelt wurde, hat dieser Mann hier, ja, das ist reiner Zufall, dass ich ausgerechnet da das Video pausiert habe. Jetzt einen 4 Minuten 43 Beitrag gelauncht oder so ähnlich sagt man das, glaube ich, indem er darauf hinweist, dass plus minus die Vermutung, dass dieser rote Punkt am richtigen Ort liegt, gar nicht so schlecht sein dürfte. Ne? Also heißt, wir wissen jetzt, wo Staffel Nummer 4 von Seven vs. Wild stattfindet. Wir wissen auch, warum sie die härteste bisher gewesen sein soll. Das haben uns ja bereits einige Teilnehmer auch schon mitgeteilt, dass es schon ziemlich hart gewesen sein soll. So viel durften sie wohl sagen. Und Fritz hat das selber ja auch schon recht früh gemeint, dass das so sei. Und das liegt schlicht und ergreifend wahrscheinlich daran, dass er ausnahmsweise mal eben nicht schön ist. Wetter gehabt haben. Ja, und das ist sehr erfreulich für uns als Zuschauer, für die Kandidaten. Das hängt natürlich davon ab, wie die drauf sind. Ich denke mal, zumindest der Survival Deutschland, Stefan, hat sich diesbezüglich schon geäußert und fand das wohl lustig. Was er damit angestellt hat, das werden wir dann ja noch sehen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und es klingt ja auf einmal erstmal ganz schön, dass er das lustig gefunden hat. So, und was machen wir jetzt heute? Wir gucken uns jetzt Neuseeland an und lernen ein bisschen was über die allgemeine Geografie bzw. Ökogeografie von Neuseeland und was man so generell schon mal ein bisschen vorweg sagen kann, mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Gegebenheiten eventuell die Kandidaten da zu rechnen hatten. Das hat ja alles schon stattgefunden. Das heißt, ich verrate an niemand was Neues, der da selbst da gewesen ist. Aber ich möchte einfach mal ein bisschen rumspekulieren und ein paar Kleinigkeiten zu Neuseeland eben einfach loswerden, wo wir dann ein bisschen ja, ökologische Hintergrundinfos sozusagen zu entwickeln können. So, das Ganze ist mit heißer Nadel gestrickt, heißt, ich sitze da seit heute dran und zwar auch nicht den ganzen Tag, inzwischen ist abends und hatte jetzt insgesamt vielleicht 4, 5 Stunden Zeit zum Recherchieren. Jetzt ist es allerdings Recherchieren so was, was ich relativ häufig mache und daher sind 4, 5 Stunden Zeit zum Recherchieren schon völlig ausreichend. In Betracht dessen, dass ich so ein paar Grundlagen ökologischer Art ja schon mitbringe, also ökologischer Wissensart. Ich bin natürlich auch ein ökologisches Wesen, das ist jeder von uns. Aber ich meine jetzt mehr, was die Wissenschaft angeht. Ne? So, und daher bin ich der Meinung, dass ich da vielleicht doch ein paar Kleinigkeiten zu erzählen kann. Wir gucken uns nachher noch ein paar Ausschnitte aus dem Fritz-Video an. Wohlgemerkt, paar Ausschnitte, weil das habt ihr sowieso schon gesehen. Und das macht keinen Sinn, dass das bei mir auch nochmal durchläuft, auch wenn es nur 4 Minuten 42 oder sowas lang ist. Und ich wahrscheinlich deutlich länger erzählen werde. Aber generelles Zeugs, ein bisschen was, wie davon hat Herr Fritz ja auch schon in seinen 4 Minuten angedeutet, aber ich mache mir jetzt einfach keinen Stress und sage es einfach nochmal. Nämlich, das ist Neuseeland. Ja? Und wir befinden uns dann wahrscheinlich mit der Staffel hier so mehr oder weniger kurz hinter den neuseeländischen Alpen. Ups, das sind die hier. Ja, dieser Gebirgszug, da können wir auch noch näher ranzoomen, dann sieht man das besser, da wo die weißen Berge sind quasi. Ja, und die sind deswegen wichtig, beziehungsweise sagen schon mal viel über das Klima der Insel aus. Wenn wir uns generell in der Nahansicht mal die gesamte Insel angucken, die sind relativ groß. Und die haben hier jede Menge bergige Vorläufer und hügelige Vorläufer, inklusive Seen und so weiter und so fort drin. Und da hinten geht es weiter. So, und wenn wir uns die Nordinsel anschauen, dann sieht die zwar deutlich grüner aus, hat hier aber dann doch auch noch mal einiges an Berg. Und je nachdem, wie man da drauf guckt, da gibt es ja auch die Möglichkeit, hier das da irgendwie umzuschalten. Da sieht man es jetzt auch nicht unbedingt besser, aber je nachdem, welche Karte von Neuseeland wir uns eben angucken, da haben wir hier zum Beispiel den entsprechenden Wikipedia-Eintrag, das ist die Vegetationskarte, die ist wichtig, die gucken wir uns gleich an. Nehmen wir mal die. Ja. Und
wo die her ist und so weiter, hier Quellenverweise. Das muss ich jetzt ausnahmsweise mal nicht einblenden, weil das steht hier unten ja sowieso. Ich hoffe, das kann man auch lesen mit mir im Bild. Egal. Jedenfalls, da sieht man jetzt deutlich besser das Relief von Neuseeland, dass da alles, was so mehr oder weniger so gelblich, ockermäßig erscheint, zumindest eine ziemlich gebirgige Landschaft ist. Und die wirklich hier jetzt noch grünen Flächen, das sind jetzt gar nicht mal mehr so viele. Was hier als grün eingezeichnet ist, ist meistens Bewald. Nicht immer, da kann natürlich auch nur potenzieller Wald dabei sein und ein bisschen landwirtschaftliche Nutzfläche. Gibt es insgesamt aus Neuseeland nicht sehr viel, also zum Ackerbau. Was Viehhaltung, insbesondere Schafe angeht, soll ja Neuseeland bei weitem mehr Schafe als Einwohner haben. Das ist durchaus realistisch, denn ich glaube, da wohnen nur 3 Millionen Leute oder 4 Millionen Leute, irgendwie sowas an Einwohnern, und die Inseln sind dann doch groß genug für eine Menge Schafe, wenn man da dann deutlich mehr Schafe als Einwohner unterbringen möchte. Aber das ist vielleicht mal ganz nett hier zum, als Relief, bisschen aussagekräftiger als Google Maps. So, und grundsätzlich, wir gehen mal zurück auf den Satellit, glaube ich, haben wir hier jetzt eben durch die Lage von Neuseeland so ein paar Besonderheiten. Nämlich, das ist ja bekanntermaßen Australien. So, jetzt hat Australien auch ein paar durchaus grüne und auch ein paar durchaus nasse Ecken. Aber für besonders kalt ist Australien jetzt nicht bekannt. Das liegt daran, dass Australien ja doch nochmal erstens ein deutlich größerer Kontinent ist. Also es ist ein Kontinent erstmal, ja. Nicht nur eine Insel. Und hat dadurch ein Innenklima, also ein kontinentales Klima. Weil wenn wir uns jetzt irgendwie über das Klima einer Region ein bisschen Gedanken machen wollen, dann müssen wir uns immer die Frage stellen, was haben wir denn? Haben wir kontinentales oder ozeanisches Klima und wie ist das jeweils ausgeprägt? Oder wegen mir auch maritimes Klima. Ozeanisch ist halt der Begriff, den ich gelernt habe. Wenn ihr es lieber maritim nennen wollt, dann ist das selbstverständlich auch in Ordnung. Je nachdem, wo man liest, heißt das mal so, mal so. So, das bedeutet, dass wir in Zentralaustralien oder in Westaustralien, weil das Wetter wohl offensichtlich von woanders herkommt als von da, weil sonst wäre hier ja jetzt noch deutlich grüner, wenn das Wetter dauernd von da kommen würde, haben wir zumindest jede Menge, ja, wüstenartige bis Wüstenstrukturen, ne? Also auch richtige Wüsten und so weiter und so fort. Das liegt unter anderem daran, dass da eben das ozeanische Klima nicht hinreicht. Das haben wir hier eher mehr so im Küstenbereich, einmal um Tasmanien drumherum und übrigens auch in fast gesamt Neuseeland. Ja, und das haben, da habe ich neulich erst bei anderen Gelegenheiten drüber gesprochen, was kontinentales und ozeanisches Klima ist. Aber um mal zurück nach Neuseeland zu kommen, tatsächlich liegt Neuseeland in einer Westwindzone. Das ist ein ganz berühmter Westwind. Das ist wohl der auch, wenn du mal hier runter möchtest. Ja, da kommt dann irgendwann hier sowas Weißes, genau. Wenn du dahin möchtest per Segelschiff, dann hast du das Problem, dass die Westwinde, die es da gibt, bevor du da unten ankommst, ich habe auch keine Ahnung, ob das überhaupt eine gangbare Passage ist. Meines Wissens sind die meisten, die mit einem Segelschiff darunter wollten, hier rüber. Nein, da doch nicht. Hier. Von da nach da, das ist wohl die machbarste Passage, oder von hier dann da drum und dann nach da, keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich habe das leider nicht mehr im Kopf, wo die großen Überfahrten waren, aber sie waren jedenfalls nicht von Neuseeland direkt runter, das kann man sicher, also mindestens heutzutage sicher auch irgendwie machen, aber früher war das durchaus ein Thema, ne? Und das sind halt eben diese gefürchteten Winde, bevor man in der Antarktis ankommt, also für jeden, der nicht mit einem krassen, riesigen Schiff, das quasi unsinkbar, haben schon andere Schiffe behauptet zu sein, ne? so Luxusschiffe, mit die sehr schnell über den Atlantik wollten und solche Späße, ne? Mit einem Tee vorne dran, egal. Und Leonardo DiCaprio an Bord, der eine Tür als zu klein für 2 Personen angesehen hat. Gut. Jedenfalls haben wir da eben diese besagte Westwindzone, und diese Westwindzone ist jetzt deswegen spannend, weil wenn es zum Beispiel eine Ostwindzone wäre, dann wäre das Klima in Neuseeland ein ganz anderes, dann würde der Wind ja von hier da reinklatschen und diese ganze Hälfte, zumindest der Südinsel und die, naja, westliche Hälfte von der, die östliche Hälfte, Entschuldigung, von der Nordinsel würden deutlich mehr Niederschlag abbekommen, als sie tatsächlich tun. Da der Wind aber tatsächlich von Westen kommt, oder so mehr oder weniger wahrscheinlich so hier durch und dann dagegen, führt die Tatsache, dass es die neuseeländischen Alpen gibt, das ist ja wie gesagt eben dieses Gebirge, dazu, dass wir am Rand
besagter neuseeländischer Alpen irre hohe Niederschläge haben, so 1600 Millimeter und solche Späße oder mindestens 1200 und teilweise eben auch extreme starke Niederschlagsereignisse, aber dazu komme ich gleich noch, also temporär, nur mal kurzfristig. Wie gesagt, dazu gleich noch mehr, das liegt an der Antarktis unter anderem. Aber weil halt eben hier an den neuseeländischen Alpen sehr, sehr viel hängen bleibt, gibt es hinter den neuseeländischen Alpen, so in diesem Bereich ungefähr, eine eher trockene Ecke und dann so Ecken mit super gemäßigtem, durchschnittlichen, netten Klima, wo man dann eigentlich so, zum Beispiel so ein Auenland vermuten könnte, abgesehen davon, dass die Karte von Mittelerde natürlich ein bisschen anders aussieht. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo sie genau das Auenland hingebaut haben. Das habe ich mir nie die Mühe gemacht, das auswendig zu lernen. Und ich muss da auch nicht unbedingt hin. Der Berg, auf dem die Medusheld, ja, also die goldene Halle von Rohan gestanden hat, der wird mich dann schon eher reizen als Touristenlokation. So, und wer jetzt tatsächlich den Frevel begeht, nicht zu wissen, dass der Herr der Ringe auf Neuseeland gedreht wurde und entsprechend jeder Herr der Ringe-Fan zumindest einige Landschaften von Neuseeland häufig gesehen haben dürfte, der tut mir jetzt sehr leid an dieser Stelle, weil ich werde da hin und wieder natürlich nochmal vielleicht ein kleines bisschen Bezug drauf nehmen. So, aber das heißt, wir befinden uns hier also im letzten Ausläufer der neuseeländischen Alpen. Der Fritz verrät uns auch im entsprechenden Video, dass sie sich auf 600 Höhenmetern befinden. Und wenn wir jetzt hier nochmal eben ein bisschen ranscrollen und feststellen, wir wissen auch, dass es wohl in einem Tal stattfindet. Das könnte dieses Tal sein. Es könnte stimmen, dass dieser Marker hier stimmt und uns verrät, dass das wohl hier der Lindis River wohlmöglich der Fluss sein wird, an dem das Ganze stattfindet. Aber von der Karte her, die man da gesehen hat, würde ich vermuten, dass es vielleicht eher so in diesem Bereich stattfindet. Und Survival Deutschland, Stefan hat auch schon gesagt, sie hätten sehr wenig Bäume gehabt. Vielleicht sind ein paar ja auch hier hinten bei den mehreren, bei den deutlich vorhandenen Bäumen. Das ist auch schon definitiv Wald, hier diese Flecken. Aber das da ist tatsächlich nur so vereinzelt Bäumchen hin und wieder mal am Wasser entlang. Übrigens ist die Artenvielfalt, das kann ich schon mal verraten, in diesem Bereich auch gar nicht mal so groß. Das liegt unter anderem eben einfach an der Kühle des Klimas und an der Tatsache, dass Neuseeland ein bisschen abgelegen ist. Und dementsprechend, das gilt grundsätzlich für alle Inseln, irgendwann mal einen gewissen Anteil von Endemiten entwickelt hat. Ein Endemit ist jemand, der nur an einem bestimmten Ort auf der Welt vorkommt. Wie groß dieser Ort ist, da kann man sich dann kloppen. Im Fall von Inseln, endemische Arten auf einer Insel, da heißt es dann logischerweise, naja, halt auf der Insel. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Pilz haben, der nur auf der Südinsel von Neuseeland vorkommt und zum Beispiel so aussieht, das wäre jetzt ein endemischer Neuseeland-Pilz. Ob man den essen kann, steht lustigerweise auf Wikipedia nirgends, weil es wäre großer Frevel, das zu tun, weil der saumäßig selten ist. Endemische Pilze gibt es ohnehin nicht so viele. Und das ist ein Mykorrhiza-Pilz, also sprich ein in Symbiose mit einem Baum lebender Pilz, der unter dieser buchenartigen Struktur hier gefunden werden kann. Ja, das ist keine Buche, das ist eine Südbuche, ein Notophagus, aber die lebt eben in Symbiose mit unserem gerade eben gezeigten Pilz hier und dieser Pilz einfach mal als Beispiel für eine endemische Art, die es eben so nur auf Neuseeland gibt, die sich da irgendwann mal gebildet hat, seit Neuseeland vom Rest der Welt isoliert ist. Neuseeland war im Übrigen nicht immer vom Rest der Welt isoliert, zurück zur Karte, weil das klebte schon mal hier alles zusammen, genau genommen klebte das da, da und das da, das klebte alles mal plus minus zusammen und hat sich dann ja erst aus Madagaskar, kommen auch noch mit dran kleben, irgendwie, ich kriege es nicht hundertprozentig zusammen, ich bin nicht Geologe genug, um das auswendig zu wissen, aber zumindest als wir noch Gondwana hatten oder Pangaea, ja, eher Gondwana vom, nee, Pangaea vom Alter her, ist auch egal. Jedenfalls, wer das korrigiert haben möchte, schreibt es gerne in die Kommentare. Und
Da ist also einiges von dem, was auf den gesamten Südkontinent, den es damals als zusammenhängenden Kontinent noch gab, sicherlich auch auf Neuseeland hängen geblieben. Es ist aber auch genug Zeit inzwischen ins Land gezogen, dass sich die eine oder andere separate Art eben aus der Evolution herausbilden konnte und nun nur auf Neuseeland vorkommt. Lustigerweise beim Lösen von Neuseeland vom Rest der Welt sind sämtliche Säugetiere irgendwie nicht mitgekommen. Die natürliche Tierwelt von Neuseeland umfasst ein paar kleine Echsen und einen Haufen Vögel oder zumindest relativ viele Vögel. Darunter sehr interessante Vögel, die irgendwo anders auf dem Planeten so nicht entstanden sind, weil kein einziges fleischfressendes Säugetier es auf die Insel geschafft hat und natürlicherweise da eben null Säugetiere vorkamen. Und drum haben die Vögel als einzige große Tiergruppe, die es auf der Insel überhaupt gab, teilweise sich so ein bisschen benommen, als seien sie ein ja, eher plumpes, pflanzenfressendes, harmloses Säugetier. Schönes Beispiel ist der Kakapo. Jetzt muss ich den Kakapo, den hab ich jetzt glaube ich noch nirgendwo offen. Ich google uns mal kurz noch den Kakapo. Einen Moment. Kakapo. Zack. Das ist er. Das ist der Kakapo und hier ist der Kakapo bei Wikipedia. Er ist doch ein super sympathischer Vogel, ne? Das ist so einer der größten. Wenn er Feinde hat, ist er hilflos, Vögel. Also so ein Stück weit etwas, was eigentlich zum Aussterben verdammt wäre, wenn er dann eben nicht auf Neuseeland, beziehungsweise inzwischen nur noch auf einer vorgelagerten Insel, vorkommen würde, wo es halt eben gar keine Feinde gibt, die den im so großen Stil gefährlich werden können, dass er ausstirbt. Der Kakapo kann nämlich gar nichts. Der hat noch nicht mal eine Feindvermeidungsstrategie. Der läuft noch nicht mal weg. Wenn man kommt und den fangen möchte, ist der einfach nur verwirrt, weil halt in seinem Leben, die ganzen Millionen Jahre, die es den schon gibt, halt noch nie jemand gekommen ist und den fangen wollte. Und jetzt auf einmal taucht einer auf und will den fangen und essen. Oder ist so ordentlich was dran, ne? Es gibt ein gutes Grillhähnchen. Das ist übrigens ein Papagei. Dann kann er nicht viel tun. Ne? Und wenn eine Katze kommt und seine Küken fressen möchte, dann kann er auch nicht viel tun, weil er halt null Aggressivität oder Feindvermeidung hat. Gerüchten zufolge soll die einzige Fähigkeit, einem Feind zu entkommen, die er hat, sein, auf einen Baum zu laufen und sich runterplumpsen zu lassen. Was da dran ist, kann man sich streiten. Fliegen kann er im Übrigen auch nicht. Ja, weil Fliegen war ja auch nicht notwendig, weil es liegt überall genügend Futter rum und da kein Feind da ist, von dem man wegfliegen müsste, kann man also genauso gut eigentlich auch gemütlich Waldboden unterwegs sein. Ne? Also der Kakapo, ein unglaublich sympathischer Vogel und die Welt wäre so viel ärmer an Liebe, wenn der Kakapo aussterben sollte. Deswegen hoffe ich doch sehr, dass es gelingt, ihn weiterhin zu erhalten. Das funktioniert, indem man eben eine Insel wieder frei von Raubtieren quasi gemacht hat, auf der er jetzt langsam sich wieder ausbreitet und man muss ganz vorsichtig sein und genau gucken, welchen Kakapo man mit welchem Kakapo paart, was übrigens auch super kompliziert bei denen ist, die sind da anspruchsvoll, damit da eben nicht ja, genetisch zu viel Inzucht passiert und der Kakapo dann aus genetischen Gründen quasi wieder aussterbt. Aber ein super sympathischer Vogel, oder? Ich hoffe, da sind wir uns einig. Das ist jetzt also so ein schönes Beispiel für eben, ich quatsche übrigens völlig aus dem, falscher Bildschirm, ich habe überhaupt keinen Plan, ist alles mit heißer Nadel gestrickt, der Beitrag hier, ne? Aber einfach nur, um mal kurz darauf hinzuweisen, dass eben die ursprüngliche Tierwelt von Neuseeland eben nur Vögel und ein paar, also mal abgesehen von Käfern und so einem Kram, das gibt es natürlich auch, klar. Also die Vertebrata-Fauna, die Wirbeltiere, die umfasst ursprünglich nur Vögel und ein paar Eidechsen und sowas in die Richtung. So, ja, aber zurück zum Klima. Das ist also, wie gesagt, durch diese ständigen Westwinde entsprechend ordentliche Niederschläge, weil das Ding ist halt eine Insel und dementsprechend sehr ozeanisch geprägt vom Klima her, ausgemacht. Ozeanische Prägung bedeutet, dass kaum ein Teil des Landes so weit weg vom Ozean ist, dass die Tatsache, dass der Ozean mehr oder weniger gleichbleibende Temperaturen hat, nicht
überall einen mäßigenden Einfluss hätte. Soll heißen, Gebiete, die furchtbar kalt werden können, gibt es nicht. Also furchtbar kalt meint minus 70 oder irgendwie sowas. Na, das, davon ist es weit entfernt. Die niedrigste Temperatur, die je gemessen wurde, war, glaube ich, nur minus 20 und ein bisschen. Und das ist gar nicht mal so kalt, wenn man bedenkt, dass das Ding gar nicht so lang, weit weg ist von der Antarktis. Und die ist ja bekanntlich der kälteste Ort des Planeten. Aber die höchste Temperatur, die gemessen wurde, war auch nur ein einziges Mal. Und ich glaube, in den 70ern irgendwas mit ein bisschen über 40 Grad. Und wie gesagt, nur ein einziges Mal. Temperaturen über 30 Grad sind selten, Temperaturen unter minus 10 sind auch sehr, 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 sehr selten und dazwischen spielt sich sehr vieles ab. Durch die Tatsache, dass der Ozean dafür sorgt, dass zwischen Winter und Sommer auch kaum Unterschiede sind, haben wir milde Winter und kühle Sommer und eben sehr wenig, ja, extreme Temperaturen in welcher Form auch immer. Das gilt natürlich nur fürs Flachland, beziehungsweise damit der Ozean so richtig wirken kann, muss man auch direkt am Ozean stehen, zum Beispiel da oder da. Sobald man dann eben hier noch so einen hohen Berg hochstapft, dann verliert sich die ozeanische Wirkung selbstverständlich irgendwann ein wenig. Und die Waldgrenze, das ist immer ein schöner Beleg dafür, dass man jetzt in dem Bereich gekommen ist, wo Leben wirklich nur noch sehr schwierig möglich ist, weil zusammenhängende Wälder so nicht mehr vorkommen können. Die liegt irgendwo zwischen 800 und 1200. 200, je nachdem, wo man sich befindet, Metern. Das ist bei vielen Bergen so, dass sie dann eigentlich bis oben bewaldet wären, was aber höher als 1200, Minimum 1200 ist. Da hört es dann mit dem Wald auch irgendwann auf und spätestens da, wenn der Wald aufhört, befinden wir uns in der alpinen Zone und wenn wir dann nochmal ein Stückchen höher gehen, dann hört die Vegetation auf und wir befinden uns in der Nevalen oder Nivalen Zone. Ich kann mir immer nicht merken, ob das ein E oder ein I war in dem Wort. Und damit sind wir dann völlig raus aus dem Bereich, wo Leben langfristig möglich ist, mit Ausnahme von Flechten vielleicht. Ja. Und das haben wir in Neuseeland tatsächlich alles. Was wir in Neuseeland eben auch haben, weil sich die Insel ja auch ein Stück weit nach Norden erstreckt, sind tatsächlich Bereiche mit fast tropischem Klima. Hier kann man sich jetzt ein bisschen kloppen und wenn man sich nur sehr wenig kloppt und ein bisschen großzügig sein möchte, dann ist Neuseeland tatsächlich der Ort auf dem Planeten, also das Land auf dem Planeten, der Staat, der alle Klimazonen beinhaltet oder das alle Klimazonen beinhaltet. Nämlich hier auf der Nordinsel, also ihr müsst euch Folgendes vorstellen, ne? Im Süden ist am kältesten, weil am nächsten an der Antarktis und im Norden ist am wärmsten, weil am nächsten am Äquator. Also genau andersrum wie eben bei uns auf der Nordhalbkugel. Also nördlich bedeutet wärmer, nicht kälter, andersrum. Ja? Und dadurch, dass sich das Ganze eben relativ weit einigermaßen so Richtung Äquator bewegt, beziehungsweise eben auf Breite von Sydney plus minus, dadurch wird es da schon recht warm. Ob es wirklich für tropisches Klima reicht, kann man sich eben deswegen kloppen, weil Neuseeland eben nicht in die innertropische Konvergenzzone reinreicht. Das sind ja 15 Grad nördlich vom Äquator und 15 Grad südlich vom Äquator. Und innerhalb dieser Konvergenzzone zirkuliert quasi das Wetter immer immer ausgeglichen. Das habe ich mal bei meiner Videoreihe zu den Kanarischen Inseln erklärt. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Und da das eigentlich die Tropen prägt, diese Zirkulation des Wetters und auch die ständige Feuchtigkeit, die sich in den Tropen hält und den tropischen Regenwald, Neuseeland hat auch Regenwälder, aber nicht unbedingt die richtige tropische Regenwälder, eben ausmacht, kann man sich jetzt kloppen, inwiefern Neuseeland wirklich Tropen hat. Aber mindestens Subtropen hat es auf jeden Fall und es hat definitiv eben auch die nevale Klimazone, also die, wo Leben aufgrund von Kälte schon gar nicht mehr möglich ist. Und damit hat es zumindest fast alle bis eben alle, je nachdem wie man es regelt, Klimazonen der Welt. So, da wir aber die Nordinsel gar nicht sehen werden, damit also die tollen Tropenwälder, die sie da haben, die übrigens auch sehr artenreich sind und vom Artenreichtum nicht ganz an hier Indonesien ranreichen. Indonesien ist einer der drei Biodiversitäts-Hotspots des Planeten. Nirgendwo gibt es mehr Arten und mehr Lebensformen und mehr Vielfalt als in den drei Biodiversitäts-Hotspots. Und wenn ich das jetzt schon erzähle, dann muss ich noch kurz sagen, neben Indonesien sind das Kongo-Becken, hier so ungefähr,
Ja, Demokratische Republik Kongo. So demokratisch weiß ich gar nicht. Ja, hoffentlich einigermaßen. Bin ich nicht auf dem Laufenden. Ja, und dann hier der Amazonas-Regenwald, beziehungsweise was von dem noch übrig ist. Und diese drei Regionen haben natürlich übrigens alle gemeinsam: Hier ist nicht mehr viel übrig, da ist nicht mehr viel übrig. Und Überraschung, hier ist auch nicht mehr so viel übrig, wie da bitte schön übrig sein sollte. Ne? Daher schön schnell zurück nach Neuseeland, da ist die Welt noch in Ordnung, nein, ganz und gar nicht. Das kann ich vielleicht auch gerade schon mal vorwegnehmen. Neuseeland hat auch große Probleme aus Sicht des Umweltschutzes. Die Insel ist viel zu stark genutzt für das, was sie eigentlich an ja, Ökosystemleistungen bieten könnte, und eigentlich eine Übernutzung, eine massive Übernutzung hat stattgefunden, findet bis heute wahrscheinlich weiterhin statt, und es ist äußerst schwierig, Neuseeland einigermaßen wirtschaftlich attraktiv zu halten. Die Leute haben ja auch keinen Bock auf Armut, ohne weiter ein bisschen zu viele Ressourcen zu nutzen. Eine Idee ist übrigens, die man da diesbezüglich hat, um da vielleicht ein bisschen nachhaltiger leben zu können, dass man tatsächlich CO2-Zertifikate verkauft, indem man auf Teilen der Inseln, beiden, Kiefernwälder anlegt, aus invasiv möchte ich nicht sagen, aber halt fremdländischer Kiefer, die da eigentlich nicht hingehört, die auf Neuseeland aber aufgrund des vielen Niederschlags und der angenehmen Luftfeuchtigkeit, also für Bäume angenehm, sehr schnell wächst. Gute Sonnenstunden, nettes Klima, nie zu kalt, nie zu warm, ja, schön ausgeglichen, und das CO2, was dann in diesen Nadelwäldern gespeichert wird, das kann man dann theoretisch als CO2-Zertifikat verkaufen. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Damit verdient sich Neuseeland gerade dumm und dämlich. Aber sie haben es nur auf 5% der Landesfläche, und jetzt kann man sich eben kloppen, ob das ausgeweitet werden soll. Das hat ökologisch durchaus negative Konsequenzen. Es hätte auch wieder positive, weil es halt dann doch auch erstmal gespeichertes CO2 ist. So es dann nicht dazu kommt, dass der nächste Sturm, weil die Insel liegt so ein bisschen in dem Bereich, wo so ein Sturm hin und wieder mal vorbeikommt, um nicht zu sagen ständig. Ja, ständig ist übertrieben, aber doch sehr regelmäßig. Ja, und dann die Wälder halt eben doch nicht so lange halten, und wenn sie umgeschmissen werden, ist das CO2 halt nicht mehr gespeichert. Man hat es vorher aber trotzdem verkauft, und das Geld ist geflossen, und die Tatsache, dass der Wald dazu jetzt umgeflogen ist, interessiert niemanden mehr, aber gespeichert ist dann halt eben nichts mehr, ne? Also solange es jedenfalls nicht dann noch eine Zeit lang im Ozean rumschwimmt und nicht abgebaut wird, dann ist es eigentlich schon noch irgendwie gespeichert, aber ja, lassen wir das. Das ist nur zum Beispiel eins der Umweltprobleme. Das andere ist, dass ein Großteil der diversen Hügel, die wir auch auf der anderen Karte, wo hatte ich sie? Das ist die andere, die da gesehen haben. Dieser Hügelreichtum. Ich meine, die Hügel waren natürlich schon immer da. Die Höhenlage war schon immer da. Dass die allerdings mehr oder weniger kahl sind, beziehungsweise kaum nennenswert saftige Vegetation aufweisen, also nichts, was über Schaffutter hinausgehen würde, liegt eben an der Überweidung durch besagte Schafe. Neuseeland hat etwa 75% seiner Waldfläche verloren, seit es besiedelt wurde. Das war zum einen im fortgeschrittenen Mittelalter durch die Maori der Fall, also aus europäischer Sicht fortgeschrittenes Mittelalter. Da sind die rüber geschippert. Wie die das genau gemacht haben, weiß ich nicht. Und die haben schon sehr viel Wald gerodet. Jetzt will ich den Maori ganz bestimmt nichts Böses, aber es ist nun mal eine Tatsache, dass sie das getan haben. Sind halt auch Menschen. Kein Mensch, beziehungsweise bisher zumindest, ist perfekt nachhaltig. Auch nicht die Naturvölker. Die sind nur besser als der zivilisatorisch hochgetrimmte, alles kaputt macht Mensch. Ne? Besser, nicht perfekt. So, meistens besser. Und ja, seit dann spätestens eben also quasi wir Zivilisationsmenschen auch noch auf der Insel sind, wurde das noch weiter vorangetrieben, und man hat in wenigen Jahrhunderten quasi die halbe, ja, nicht ganz die halbe Insel, aber enorme Flächen einfach mit der Schafzucht quasi vernichtet, wenn man so will, und dafür gesorgt, dass da eben außer schaftauglichen Gräsern nicht mehr viel wächst. So. Damit ich jetzt mal grob erklären, was wollte ich denn noch sagen? Genau, ich bin ja immer noch irgendwie beim Klima. Also wer mir folgen kann heute, das gibt einen Pokal, also digitalen. Und auch nur, wenn ich ein Pokal-Emoji finde und Kommentare mit dem Handy beantworte, weil meine Tastatur hat sowas nicht, ist egal. Jedenfalls, die Tatsache, dass die Antarktis in der Nähe ist, und die ist ja bekanntlich kalt, führt dazu, dass es von der Antarktis sozusagen Kälteausläufer gibt, also Wetterphänomene, wo die Antarktis ihre Kälte in die Gegend schickt, sozusagen, und die kommen gerne mal bis Neuseeland. Und das Spannende ist jetzt,
jetzt eben bei diesen Kältephänomenen, diese Kältewellen, wenn man, wie nenne ich es jetzt einfach mal spaßeshalber so, die da Richtung Neuseeland geschickt werden, dass die mal für 2 Tage auftreten und dann sind die wieder weg. Und da diese Kältewellen einen größeren Effekt haben, also einen mächtigeren Effekt, das Klima zu beeinflussen, als es Sommer und Winter haben, kann es passieren, zumindest ab einer gewissen Höhenlage, dass es mitten im neuseeländischen Sommer, also sowas um Weihnachten rum, durchaus trotzdem mal weiße Weihnachten gibt, weil eben so eine antarktische Kältewelle, Wind, ja, eben Schnee in den Bergen, zum Beispiel hinter denen der Fritz, vor denen der Fritz in dem Video hier, steht, da hinten ist ja Schnee, das sieht man in manchen Einstellungen besser, wie gesagt, ihr werdet es gesehen haben. Und ja, das kann zum Beispiel daran liegen, dass da jetzt gerade so eine Kältewelle vorbeigekommen ist, weil eigentlich ist da jetzt ja auch nur Herbst, wo der Fritz da steht, und da wäre normalerweise auch nicht damit zu rechnen, dass grundsätzlich den gesamten Herbst durch sämtliche Berge oben ein weißes Käppchen drauf haben, sondern das sind eben so kurzfristige Phänomene. Und ich vermute schwer, dass wir tatsächlich, dadurch, dass das ja die härteste Staffel aller Zeiten gewesen ist, durchaus einen solchen Kälteeinbruch eben auch während der Zeit, die die Kandidaten da gewesen sind, erlebt haben. Und wenn sie sich auf 600 Metern befinden und die Angabe vom Fritz, dass sie sich auf 600 Metern befinden, sich eben vielleicht sogar auf unten im Tal bezieht und gar nicht auf oben auf dem Hügel, der nämlich so hoch zu sein scheint, dass, also wenn das die richtigen Bilder sind, die gezeigt worden sind, ne, dass das mit der Waldgrenze schon ein bisschen schwierig wird, noch nicht mit der Baumgrenze, aber zumindest mit der Waldgrenze, dann würde es mich nicht überraschen, wenn wir da auf jeden Fall Frost bekommen haben. 5, 6 Grad minus wäre zum Beispiel durchaus vorstellbar zu der Jahreszeit, falls da so ein solches Kälte-Event stattgefunden hat. Und ja, ne? Also viele Zeichen sprechen dafür, dass das der Fall sein könnte. Ansonsten haben die Kandidaten dahingehend gerne ein bisschen Glück, dass sie halt eben, ich habe es ja schon gesagt, hier die Alpen im Weg haben und die Alpen eben die allerschlimmsten Niederschlagspitzen verhindern. Das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass es dann nicht geregnet hat. Da sind wir immer noch bei Jahresniederschlägen. Da können wir mal spaßeshalber hier gucken. Hier gibt es so eine schöne Tabelle und ihr seht hier diese Karte. Die mache ich mal größer. Da können wir gucken, wo wir uns klimatisch, Klimazone Nordinsel, Klimazone Südinsel ungefähr befinden. Und da würde ich sagen, sind wir so irgendwas bei 24, 22 und da so in einer gedachten Linie dazwischen, da irgendwo befinden wir uns wahrscheinlich. So, und jetzt gibt es dazu eine schöne Tabelle und da gucken wir hier mal nach. Bei 24 ist Queenstown. Jetzt sind sie bestimmt nicht direkt in Queenstown, aber wenn das nicht allzu weit weg ist, ist das vielleicht auch nicht so verkehrt. Und dann erfahren wir, dass wir hier Niederschlag 913 mm im Jahr haben. Und 913 mm ist ein bisschen mehr als bundesdeutscher Durchschnitt. Also das ist jetzt nichts, was unglaublich nass wäre. Regentage auch nur 100, das heißt, es verteilt sich auf relativ wenige Tage, an denen überhaupt was runterkommt. Das ist wiederum untypisch und unterscheidet sich sehr von Deutschland. Wir haben eine nette Zahl an Sonnenscheinstunden, das ist in Ordnung, und eine Jahresdurchschnittstemperatur von 10,7 Grad. Das ist auch, je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, zumindest wenn man auf Meereshöhe ist und so weiter und so fort, ziemlich vergleichbar mit uns. Das ist also typisch kühlgemäßigte Zone. Ja, kühlgemäßigte Zone kann auch mal 8,5 Grad sein oder 9,5 Grad, also so ein bisschen die wärmere kühlgemäßigte Zone. Ihr seht auch dann die Höchsttemperatur von 34,1 Grad, die man da mal gemessen hat, und es sind die höchst, nicht die durchschnittlich höchsten. Und maximal minus 8,4. Also Winter deutlich weniger hart als bei uns, was die Maximal-Minus-Temperatur, also die Minimaltemperatur logischerweise dann angeht. Das führt übrigens auch dazu, dass wenn man diverse Pflanzen aus Neuseeland bei uns auspflanzen möchte, solange sie jetzt nicht direkt vom Lake Takepo mit minus 15,6 kommen, kann es passieren, dass die in Deutschland nicht wirklich winterhart sind oder nur bedingt winterhart, dass sie bei harten Wintern halt zurückfrieren und dann die Pflanze nicht wirklich groß wird, weil sie ja ständig zurückfriert, wenn es mal wieder einen harten Winter gibt. Selbst wenn das nur alle 10 Jahre der Fall ist, reicht das dann im Regelfall nicht so wirklich aus, um da so richtig, richtig viel Pflanze durchkriegen zu können. Ne? Also viele von den Pflanzen, die sie da haben, sind übrigens auch immer grün, sowas wie hier, ne, die Dinger da.
Die meisten Nothofagus-Arten, Südbuche-Arten sind tatsächlich immer grün. Es gibt auch welche, die sind wechselgrün. Ist eine ganz interessante Pflanzengattung. Essen kann man sie übrigens nicht. Das heißt, man kann die Samen, glaube ich, schon essen. Die sind aber so winzig, dass das quasi keine Rolle spielt. Das ist wie wenn du versuchst, Fichtensamen zu futtern. Auch eigentlich für den Eimer. Ja, und wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ja, weil ich hier eben das Klima hier für insbesondere den Fleck, wo wir uns befinden, nochmal angesprochen haben wollte. Es gibt aber auch, wo haben wir es? Das ist es nicht. Hier. Diese, ups, das ist kyrillisch, super alte Veröffentlichung hier, in der es Ökologie der Waldgrenze in Neuseeland darum geht. Die ist schon, hat ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist glaube ich aus den 60er Jahren oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, das war halt die Zeit, dass man sowas untersucht hat. Ja, aus Innsbruck, der J. Morris. Und da hat man sich eben wirklich in Neuseeland mal umgeguckt und ein bisschen die Ökologie der Waldgrenze von Neuseeland angeschaut. Und wenn wir uns das mal so durchlesen, dann finden wir halt raus, dass vermutlich so die Niederschläge in dem Gebiet, wo wir uns waldgrenzentechnisch ungefähr befinden, vielleicht so bei 1000 mm rumliegen, wären dann also nochmal ein Hauch höher als hier unsere Tabelle für Queenstown 913 vermuten lässt. Trotzdem, nochmal, ich weise darauf hin, die Niederschläge sind zwar nicht sehr hoch, verteilen sich aber auch nur auf 100 Tage. Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es. Und das könnte eben unseren Kandidaten durchaus zum Verhängnis geworden sein. So. Und jetzt habe ich ganz viel Allgemeines zu Klima, Neuseeland und so weiter und so fort erzählt und auch schon ein paar Sachen verraten, die ich eigentlich erst später erzählen wollte. Und jetzt lassen wir hier mal diesen Mann hier zu Wort kommen, beziehungsweise ich drehe den Mann mal ein bisschen zurück an die Stelle, wo es dann nämlich mal ein paar Bilder zu sehen gibt zu näheren Umgebungen, versuche rechtzeitig auf diesem YouTube-Kanal also schon mal auf jeden Fall ein Abo dalassen. Und heute geht es um das Thema Location. Fast. Gut, das erste Bild ist eh nur Wasser. Ich denke, Wasser können wir uns sparen. Aber das hier, das ist entscheidend und sehr, 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 sehr aussagekräftig, eben wenn es um die Frage der Location geht. Weil vermutlich, also wenn ich das nicht völlig falsch einordne, auch mit den Bildern, die man eben bereits per Satellit aus der Umgebung gesehen hat und andere Leute eben schön aufbereitet haben, ist das tatsächlich mehr oder weniger die Location, an dem das stattgefunden hat. Das hat der Survival Deutschland Stefan so mehr oder weniger auch schon bestätigt. Daher dürfen wir da schon davon ausgehen, dass das soweit stimmt. So, das machen wir jetzt noch groß, damit wir da jetzt noch mal ein bisschen gucken können, ob wir da was erkennen können. Und zumindest jetzt mal dieser Abschnitt hat schon mal einen Vorteil. Geht das besser oder geht das nicht besser? Nee, das geht nicht besser. Bessere Auflösung gibt es hier nicht. Egal, zumindest, ja wahrscheinlich, weil es halt auch ein Wackelbild ist. Das wird ja ein und ausgeblendet. Nee, halt. Jetzt bin ich in die falsche Richtung. Das ist ja nur Wasser. Ich habe gelernt, dass ich hier Plus und Komma drücken muss, um das Ganze so Stückchen für Stückchen vorspulen zu können. Und alles gut, das sind Drohnenaufnahmen, die sind natürlich nie so scharf. Gut, wir haben hier also auffallend flache Landschaft. Ja, die ist nicht so flach, wenn hier nicht regelmäßig eine gewisse Beweidung oder Begrasung oder Beäsung, wenn man das so nennen möchte, stattfinden würde. So, jetzt wissen wir übrigens auch aus dem, was der Fritz schon erzählt hat, dass das ein Privatgelände ist. Wenn du ein großes Privatgelände hast, wo du unter anderem eben Survivalisten hinlassen möchtest, auf der es auch offensichtlich sehr viel Wild gibt, über das Wild reden wir nachher auch noch ein bisschen, dann, ja, brauchst du, damit du davon leben kannst, und ich vermute schwer, dass das ein Jagdgelände sein wird, auf dem man eben eine Jagd buchen kann. Davon lebt Neuseeland zu großen Teilen vom Jagdtourismus, weil es da sehr, sehr große und dicke Hirsche mit großen, großen Geweihen gibt unter anderem. Das ist sehr lukrativ für insbesondere deutsche Jäger, die den heimischen Rotwild halt niemals in diesem Ausmaß schießen können, wie der eben an Größe in Neuseeland zulegt und eben an Enten am Geweih. Das heißt, ja, und es ist übrigens auch ein ethisch-moralisch deutlich vertretbarer Jagdtourismus, als irgendwo einen Elefanten abzuknallen zum Beispiel. Na, das nur am Rande angemerkt. Ob man jetzt Jagdtourismus insgesamt ablehnt, gerne, kann ich verstehen, voll und ganz. Aber es gibt noch Schlimmeren, sagen wir es einfach mal so. Gut, wie dem auch sei, das ist nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das ein großes Jagdgebiet ist. Aber hier sind offensichtlich viele große Tiere unterwegs, die an der Vegetation rumknabbern, weil sonst wäre die selbst im Herbst
in einem, naja, ich würde mal sagen, vielleicht doch noch ein bisschen saftigeren Zustand. Geht nicht anders. Eine wirklich richtige Wildnisregion mit unbeeinflusstem Pflanzenwachstum, nur so wenig Vegetation aufweist, direkt unten am Bach, wäre schon sehr, 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 sehr eigenartig. Das sieht schon ziemlich präriemäßig aus und da sind große Pflanzenfresser, die da eben das Bild prägen, stark daran beteiligt. So, jetzt haben wir hier Bäume. Jetzt habe ich gesagt, die Südbuche Notophagus, die ist manchmal wechselgrün, die ist manchmal immergrün. Da die Bäume hier ja offensichtlich nicht grün sind, haben wir es hier entweder mit irgendeinem ganz anderen Baum zu tun. Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe ja noch nicht sehr viel recherchiert. Das werde ich euch aber bestimmt irgendwann sagen können, was für Bäume das hier sind. Es könnte aber schlicht und ergreifend irgendeine der diversen Sorten von Notophagus, die auf Neuseeland vorkommen, sein. Aber nagelt mich da bitte noch nicht fest. Ich muss wirklich gestehen, an der Kürze der Zeit konnte ich das nicht direkt rausfinden. Es ist auf jeden Fall offensichtlich was Wechselgrünes und man erkennt hier also auch einen Herbst. So, jetzt sieht die Landschaft, insbesondere im Hintergrund, sehr so aus, als wären wir in Schottland. Wer schon mal in Schottland war, erkennt das sofort wieder und kriegt dann definitiv Schottland-Vibrations sozusagen. Das ist kein Zufall, weil eben die Landschaftsgeschichte und der landschaftsprägende Faktor sowohl in den Highlands als auch auf Neuseeland eben vier Beine hat, ein Fell und Mäh macht. Ja? Und das hat hier in Neuseeland jetzt allerdings dahingehend nochmal ein paar schärfere Auswirkungen als in Schottland, weil Schottland ja aus allen möglichen super alten Gesteinen, die ziemlich stabil sind, besteht. Während die Berge, die wir hier sehen, das sind weitestgehend alles Grauwacken, beziehungsweise Grauwacken-Schiefer, das sehen wir dann in einer anderen Einstellung dann nachher noch ein bisschen mehr. So, und wer schon mal irgendwas mit Schiefergestein zu tun hatte und da mal drauf rumgekloppt hat mit einem großen Klopper, der wird feststellen, das ist gar nicht so schwierig, das kaputt zu bekommen. Schiefergebirge haben wir zum Beispiel das Rheinische Schiefergebirge quasi rechts von Köln. Wenn du da von Köln war immer schön hochläufst, kommst du ins Rheinische Schiefergebirge. Als ein Beispiel, der Rothaarsteig verläuft da zum Beispiel durch, wer den kennt oder den schon mal gelaufen ist. Und das ist auch tatsächlich Grauwackenschiefer und den haben wir hier in Neuseeland, zumindest in dem Teil von Neuseeland, wo wir uns hier befinden, eben auch überwiegend. So, zu allem Überfluss, wie gesagt, die Antarktis ist nah, war zumindest die Südinsel von Neuseeland im Pleistozän massiv vergletschert und die Gletscher haben auch dafür gesorgt, dass die ganzen Bergrücken, die wir hier sehen können, alle so schön glatt sind und so schön platt und so schön abgeschliffen die Landschaft aussieht. Das sind eindeutige Merkmale einer glazial überprägten Landschaft. Auch dieses Tal ist eindeutig ein durch den Gletscher verursachtes Tal. Das sieht man in einer anderen Einstellung, glaube ich, auch noch mal ziemlich gut. Jetzt, sorry, dass ich hier, ich weiß nicht, wie ich schneller weiterkomme, aber zumindest einigermaßen funktioniert. Ja, der Fritz hat ja nachher noch, verrät er uns ja noch, dass es Hagebutten gibt. Hier wird aber schon mal die erste eingeblendet. Zur Hagebutte kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, das ist eine Rosazea, also ein Rosengewächs. Dazu zählt fast alles, was wir in irgendeiner Form als Obstbaum oder als generell als Obst konsumieren. Die Hagebutte ist also so eine Form Urobst, wenn man so möchte. Und ja, jede Hagebutte auf dem Planeten, jede Frucht einer Rose ist erstmal essbar. Aber da solltest du eben nicht die ganze Hagebutte wegsnacken. Das kannst du schon eine Zeit lang tun, aber irgendwann wird das ungesund, denn dadurch, dass die immer essbare Früchte haben, wird sich im Laufe der Evolution so eine Rosenpflanze irgendwann mal was einfallen haben lassen, um eben nicht dauernd ständig weggefressen zu werden. Jetzt ist natürlich Sinn und Zweck, eine Hagebutte gefressen zu werden. Das nennt man Zookorie oder Zookorie, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, da streiten sich die Gelehrten, bedeutet, der Samen ist in einer netten roten Umhüllung für Tiere dargereicht, damit die eben kommen, das Ding futtern, der Samen einmal durch das Tier geht, am anderen Ende wieder rauskommt, nach Möglichkeit weit weg von der Ursprungspflanze und auf dem Wege breitet sie sich natürlich aus in Zeit und Raum. Wäre jetzt also blöd, denjenigen, der dauernd einen futtert, umzubringen. Wenn jetzt aber jemand viel zu viel futtert, dann wäre es vielleicht eher doch ein Thema, den irgendwie umzubringen oder eben
eben per Evolution denjenigen, der einen futtert, dazu zu bringen, nicht allzu lange an den Samen rumzuverdauen, dass die Samen kaputt gehen, weil die sollen ja bitte schön wieder ausgeschissen werden, um es mal deutlich zu sagen, damit sie halt irgendwo dann bitte keimen. So, und deswegen befindet sich Blausäure in so ziemlich jedem Rosengewächs. Bittermandeln sind so ein bekanntes Beispiel, davon sollte man nicht allzu viele futtern, weil halt eben ein bisschen Blausäure drin ist. Jetzt nicht allzu viel, ne? Aber ein bisschen schon, und das ist auch in den Kernen von Hagebutten der Fall. Wenn man also die Hagebutte immer komplett futtert und unsere Verdauung eben eine sehr langsame ist, verdauen wir auch teilweise die Kerne mit und kriegen dann nach und nach gewisse Konzentrationen von Blausäure wohl möglich ab, die dann irgendwann nicht mehr so genau sind, so gesund sind. So, an dieser Stelle muss ich jetzt den Joe Vogel wieder auspacken, weil mein Kenntnisstand, bevor ich sein pflanzliche Notnahrung-Buch gelesen habe, der ist ja auch ein Kandidat bei Seven vs. Wild, deshalb macht es Sinn, ihn jetzt mal kurz eben auszupacken. Der hockt in Griechenland. Ich kann den nicht einfach so aus. Ich will ihn auch, glaube ich, gar nicht auspacken. Da hat meine Frau Probleme. Sorry. Egal. Jedenfalls hat der Joe eben den interessanten Tipp gegeben, zumindest in irgendeiner Auflage seiner pflanzlichen Notnahrung, ich vermute mal, da steht er heute auch noch drin, dass man erstens Hagebutter ausschneiden, zweitens Innenleben rausnehmen, drittens Schale samt Fruchtfleisch einfach so verzehren, das ist durchaus essbar, meine Frau isst die übrigens auch sehr gerne, dann die Samen, ich denke, ich hoffe, ich darf das verraten und kriege keinen Ärger mit dem Joe seinem Verlag jetzt, aber das ist ein Zitat, also streng genommen darf ich das. Ja. die Samen quasi dann einfach abflammen, beziehungsweise aus den Samen so eine Art Keks backen, weil die Blausäure eben hitzeempfindlich ist und wenn man die dann ordentlich durchbäckt im Lagerfeuer, in der Glut, das Wort habe ich gesucht, dann kann man selbst aus den Samen noch was Nahrhaftes zubereiten und so einen Samenkeks dann essen, das steckt dann also nochmal ein Großteil von Kalorien, insbesondere auch Fett drin, was so in der Fruchtschale einer Hagebutte nicht drin steckt. Die besteht mehr oder weniger, was die Nährstoffe angeht, fast nur aus Kohlenhydraten. Ja, ein bisschen Zucker, ein bisschen langkettigere Kohlenhydrate, etwas Stärke etc. pp. Aber wenn man Fett haben möchte, und Fett ist ja das, was man dann durchaus eben gerne haben möchte, weil es ja viel mehr Kalorien pro Gramm, das man dazu sich nimmt, liefert, dann wäre das mit den Samen ausbacken sicherlich auch eine Idee. Falls ich da jetzt was Falsches erzählt habe, schreib's dem Joe, er korrigiert mich dann bestimmt. Ja, Hagebutte soll es da wohl wirklich überall gegeben haben, hat der Stefan auch bestätigt. Das ist sicherlich schon mal eine valide Hauptnahrungsquelle oder so eine Alleinstellungspflanze, mit der man so viel, bei der man so viel sammeln kann, dass man so ein gewisses Grundkontingent an Kalorien auf jeden Fall zusammenbekommt. Das ist sicher ein riesen Vorteil gewesen, mindestens für manche Kandidaten auf diesem Wege so eine gewisse Grundversorgung hinzubekommen, insbesondere wenn es alt ist, ist eben gerade das, sofern man dann weiß, also der Joe weiß es, ob der Rest das weiß, weiß ich nicht, weil ich habe es ihnen vorher nicht verraten, weil es hat ja schon stattgefunden. Wenn man dann auf die Idee kommt, eben auch noch an das Fett aus den Kernen wohlmöglich ranzukommen, beziehungsweise eben die Muse hat im großen Stil, sich da Hagebuttenkernkekschen zu backen, aber selbst wenn du dann nur 2-3 am Tag futterst, ist das kalorientechnisch wirklich schon ein nennenswerter, deutlich nennenswerter Unterschied und ein großer Vorteil, den man dann eben gegenüber jemanden hätte, der nicht auf die Idee kommt, Hagebutten im größeren Stil nahrungstechnisch zu verwenden. Und wie gesagt, soll es ja wirklich richtig, richtig viele gegeben haben. So, da war jetzt eben noch so eine Fjordlandschaft, die ich natürlich verpasst habe. Da ist er wieder. Ja, meines Wissens sind die Kandidaten, das heißt, was heißt meines Wissens? Wir wissen ja ganz genau, dass die Kandidaten nicht draußen am Meer sind. Das hier könnte auch ein großer See sein. Ne? Also wenn wir uns die Entstehungsgeschichte von Neuseeland bzw. die glaziale Vergangenheit klar machen, dann ist es häufig eben so, dass solche Seen quasi in die flache Landschaft, das heißt, der Gletscher war so mehr oder weniger auf den Bergen, kam dann darunter, hat sich hier so durchgeschliffen. Achso, ihr könnt ja nicht sehen, wohin ich zeige, beziehungsweise alles nur durch die Kamera, da seht ihr mal, ne? Ich habe komme gerade wieder von einem Führungswochenende. Wenn man da Dinge im Wald zeigt, dann sind sie halt tatsächlich auch im Wald und es stehen Menschen drumherum, die in diese Richtung gucken können. Das ist immer, da komme ich immer durcheinander, ob ich jetzt mit einer Kamera oder mit Menschen spreche. Also die Kamera antwortet selten. Wenn das mal passieren sollte, dann sind wir entweder technologisch sehr weit fortgeschritten oder ich muss mir Sorgen machen.
Ja, was auch immer, jedenfalls ist das typisch, dass wir solche flachen Seenlandschaften im Pleistozän überformten Landschaften bekommen. Um diese Seen drumherum, beziehungsweise am Grund des Sees, wird es jede Menge Felsen geben, weil die Gletscher, wenn sie da eben runtergeflossen sind und dieses Becken, in dem der See liegt, ausgeformt haben, viel, viel, viel Geröll dabei hinterlassen haben. Das ist generell ein Punkt, wollte ich eben noch zu dem Tal sagen, in dem alles so flach gegrast war. Es wird in diesem Tal auch Abschnitte geben, in dem jede Menge Geröll eben in Form von Moränen, Seitenmoränen vor allen Dingen herumliegt, dass das, wo das Fortkommen eben nicht so einfach sein wird, wie das der Fritz irgendwo in diesem Beitrag hier auch sagt, damit man entlang des Tals ohne große Höhenmeter ein bisschen herumlaufen kann. Das dürfte sich im Tal mitunter schwieriger gestalten, als wenn man tatsächlich den Hang hochlatscht. Der Hang mag ja Höhenmeter haben und sicherlich ist das auch anstrengend, den Hang hochzustapfen, aber der Boden ist wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht ein Steilhang ist, relativ einfach zu begehen, weil da halt eben nicht das ganze Geröll abgelagert wurde, was der Gletscher quasi unten ins Tal reingeschmissen hat. Das könnte also noch interessant sein und die Tatsache, dass es eben solche offensichtlich glazial geprägten Seen gibt, ist auch häufig mit solchen Inseln. Da hat der Gletscher an der Stelle nicht ganz so viel weggeschnitten oder war halt einfach mal ein etwas stabilerer Stein dabei und solche Späße, also Fels, ne, nicht Stein. Und ja, dann sieht das eigentlich relativ typisch aus. Könnte natürlich auch irgendwo an der Küste sein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn es von der Location sein soll, dann ist es wahrscheinlich dieser eine große See, den wir auf der Karte schon gesehen haben. Wupp. Das würde ja gut hinkommen, dass das hier der Lake Havea oder Heiva, ja, ich versuche es gar nicht erst. Es kommt nichts Gutes bei raus. Möglicherweise sein könnte, ne? Oder vielleicht der Lake, der andere halt. Ja, so. Und hier halt eben nochmal typisch diese abgegraste Vegetation. So eine Steppenvegetation auf den Bergen, die ist normalerweise eigentlich schon mit so einem gewissen subalpinen Rasen überwachsen und hat eine gewisse Vielfalt. Hier ist es wirklich auffällig. Man sieht zum Teil auch wirklich so ein bisschen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht schon so aus, als wäre das hier durch häufiges Hufgetrampel von wirklich regelmäßiger Überweidung sogar so ein bisschen geprägt, als ob da eben dauernd Huftiere, Schafe, drauf rumlatschen würden. Auch typisch sind solche Büsche hier, das ist die einzig andere Pflanze neben dem Standard-Hintergrundgrün und diesem grünen Klopp, was immer das ist. Kann ich jetzt nicht ganz zuordnen, wird wahrscheinlich ein Stein einfach nur sein. Und die sind auch ziemlich bebissen und hier wächst quasi nichts, was nennenswert nahrhaft wäre. Und das ist halt typisch für eine Beweidung durch einen Raufutterfresser. Ein Schaf ist ja nicht wählerisch. Das nimmt mehr oder weniger alles, was es kriegen kann. Und das ist ganz entscheidend, dass ein Schaf eben wirklich alles platt macht. Das lässt nichts übrig. Das nimmt jeden kleinen Baum mit, das nimmt jedes saftige Gras mit. Es bleibt dann wirklich nur das sogenannte Raufutter, die besonders widerstandsfähigen und völlig langweiligen, botanisch nicht gerade sonderlich spannenden Gräser, die wir hier sehen können. So, und wenn wir dann über die Hügel und ich noch mal ein bisschen zurückgehe. Aha. Dann sehen wir, dass sich diese Landschaft weiter in diesem Stil erstreckt. Was man, wenn man in Schottland war, auch kennt, sind solche Berge, ja, solche Hangwälder, die sich dann da doch irgendwie noch halten. Rein von dem, was ich jetzt bisher recherchieren konnte, es dürften solche Hangwälder hin und wieder mal Steineibenwälder sein. Keine Angst, eine Steineibe ist nicht keine Taxaceae, also keine, ja, unsere Eibe, die halt hochgradig giftig ist und so weiter. Die sehen sich so ein bisschen ähnlich und sind über 17 Ecken ein kleines bisschen verwandt, aber nicht direkt. Wobei Steineiben durchaus auch giftig sein können. Ob es die da ist, keine Ahnung. Müsste ich jetzt im Einzelfall rausfinden, welche das ist und so weiter und so fort. Aber im Zweifel halt nichts, sowieso keine Pflanze fressen, die man nicht einigermaßen zuordnen kann. Zumal die Pflanzenwelt von Neuseeland, ich hoffe, der Joe hat das gut hinbekommen, sich da noch mal ein bisschen schlau zu machen. Er hat sich offensichtlich ein schlaues Buch dazu, das er gelesen hat.
eine ganz andere ist und wirklich teilweise ganz anders aussieht als das, was wir gewöhnt sind. Auch wenn wir hier in einer Region sind, die klimatisch Deutschland gar nicht so unähnlich ist oder Südschweden oder Schottland. Schottland ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Vergleich, gar nicht so unähnlich ist. Insbesondere die regenabgewandte Seite von Schottland, weil wir hier ja auch hinter dem nassregenden Gebirge, das ist in Schottland genauso, die West Highlands, da kommt der ganze Niederschlag runter und die East Highlands, sind dann halt eben so ein bisschen trockener Bereich und im Grunde sind wir hier in den East Highlands unterwegs, wenn wir das auf Schottland übertragen wollen. Ne? Das ist kein Zufall, dass sich die Landschaftsbilder sehr, sehr ähnlich sehen. Oh, ein Ork! Gibt es da ja auch bekanntlich. Gut, so viel erstmal zu dem Bildmaterial. So, jetzt kommt dann gleich der Fritz und erzählt nochmal Zeug, was wir hoffentlich alle schon gehört haben. Da gibt es einen nackischen Fritz, das hier für die weiblichen Zuschauer. Ich blende ihn hier nochmal in klein ein. Klein muss reichen, weil wir machen hier ja nur Bildungsprogramm und nichts Frivoles. Und jetzt gibt es dann hier diese interessante Grafik hier gleich. Ja, ich mag diese Einstellung. Einem Tal, wo wir rundum die Berge sehen und ja, durch diesen Tal ein Fluss fließt, an dem sich dann die Location mit. So, und übrigens anhand dieser schönen 3D-Darstellung will man eben genau herausgefunden haben, wo die genaue Location jetzt eigentlich ist. Aber das deckt sich mit dem, was wir jetzt auch gerade so mehr oder weniger gesehen haben. Das ist genau so eine Landschaft. Das ist ein typisches Trogtal. Vielleicht nicht ganz typisch. Es ist ein bisschen eingekerbter, als man vermuten würde. Für jetzt eine rein glaziale Herkunft wären die Wände noch etwas steiler und der Boden noch etwas breiter, als jetzt eben diese Grafik vermuten lässt. Aber da wird mindestens das Eis mit auch eine kleine Rolle gespielt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Antarktis geprägter Gletscher sich so viel anders verhält als ein Arktis geprägter Gletscher. Das sind die gleichen glazialen Landschaftsprägungsformen, die wir auch auf der Nordhalbkugel haben. Das sollte sich eigentlich nicht unterscheiden. Wüsste nicht, woran das liegen soll. Abgesehen davon, dass das Wasser in der Klospülung natürlich falsch rum abläuft, beziehungsweise andersrum abläuft. Was übrigens auch nur ein Mythos ist. Das tut es nicht. Beziehungsweise nur dann, wenn man das Klo entsprechend anders baut oder was auch immer. Keine Ahnung. Es liegt am Klo. Nicht am der Tatsache, dass wir auf der Südhalbkugel sind. Ja. Fand ich jedenfalls schön, dass Sie hier nochmal diese nette Grafik eingeblendet haben. Wir können da vielleicht festhalten, Sie haben also mindestens drei Vegetationszonen zur Verfügung. Sie haben hier einmal Ufer vom Bächlein bzw. Fluss. Da ist damit zu rechnen, dass es wahrscheinlich die üppigste Vegetation geben wird. Wahrscheinlich stehen da auch die meisten Hagebutten bzw. Rosen rum und deren Früchte die Hagebutte. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das da unten eher zu finden ist. Vorankommen entlang des Bachs dürfte allerdings deutlich schwieriger sein, dass das eben der Fritz darstellt. So, dann haben wir eine Hangsituation, auch mal so ein bisschen Plateausituationen am Hang. Da wäre am ehesten noch damit zu rechnen, dass wir eine recht vielfältige Vegetation vorfinden können, wenn dann eben die Hänge nicht auch ziemlich kahl sind aufgrund der Erosion. Jetzt wird nämlich nochmal wichtig, hat ja schon gesagt, wir haben es hier mit Grauwackenschiefer zu tun. Von daher ist diese gestückelte Darstellung hier jetzt gerade geologisch sehr zutreffend. Schiefer ist ja Platte, 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 Platte. Platte, ganz viele Platten aufeinander, insbesondere ein Grauwackenschiefer ist ein Tonschiefer, der verwittert tonig. Das ist jetzt dahingehend wieder interessant, wenn man das jetzt weiß, auch im Vorfeld vielleicht schon wusste, oh, wir könnten eventuell nach Neuseeland geschickt werden, wenn wir jetzt nicht gerade auf irgendeinem Vulkan abgesetzt werden, wie dem Schicksalsberg, und einen Ring dabei haben, den wir da reinschmeißen müssen, dann haben wir es wahrscheinlich mit Grauwackenschiefer zu tun. Das heißt, wir finden unten am Bach mit Sicherheit, weil der ganze Kladderadatsch da ja runter erodiert, auch der ganze Ton, auf jeden Fall Ton, der Bauqualität hat. Also eine Möglichkeit für eine Notunterkunft wäre sich hier tatsächlich, so dämlich das klingt, aber ein kleines Mini-Tonhäuschen, so eine Tonhundehütte sozusagen zusammenzutöpfern. Kann man natürlich in der Größe nicht brennen. Böser Zug, das war ein besonders lauter. Aber
Es ist eine Möglichkeit. Oder man nimmt halt ein paar Äste und baut sich eine Fachwerkmauer. Fachwerk kennt jeder, der sich so ein bisschen was mit Mittelalter mal irgendwann angeguckt hat. Im Grunde flechtest du ein paar Zweige ineinander, klatscht einen Haufen Ton drauf, fertig ist die Wand. Das kannst du auch als Dach verwenden. Das hebt dann natürlich zwar jetzt nicht ewig, aber für eine Zeit lang schon, bis Ton wirklich weggeschwemmt wird. Der nimmt nur sehr wenig Wasser auf. Dauert das ziemlich lange. Also man kann sich damit gegebenenfalls vielleicht auch irgendwie ein Dach konstruieren. Und das sind jetzt einfach so Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich weiß, dass es da ein Bächlein gibt und entsprechend tonige Berge bzw. Grauwackenberge links und rechts davon, dass es da Möglichkeiten geben müsste. Selbstverständlich wird es trotzdem noch einen Haufen Felsen haben. Ich habe wenig Erfahrung mit einer glazial geprägten Tonberglandschaft gewissermaßen, einfach weil es das in Deutschland so nicht gibt. Und in Skandinavien meines Wissens wüsste auch nicht, wo da sowas sein sollte in diese Richtung. Von daher bin ich sehr gespannt auf Detailaufnahmen. Es gibt noch irgendwo eine Stelle in diesem Video, wo wir dann auch noch mal ein paar kleine Auszüge, so ein paar Felsen in Anführungszeichen noch sehen können. Und wir wissen natürlich alle, wie es bei Herr der Ringe aussieht. Rohan dürfte mehr oder weniger, ich weiß nicht genau, wo sie das gedreht haben, aber von der Landschaft her sieht das, was wir jetzt bisher auch eben gerade gesehen haben, ja schon so ein bisschen wie Rohan aus oder zumindest Teile von Rohan. So, also auf den Herrn der Ringe bezogen da natürlich, beziehungsweise Rohan sieht aus wie Neuseeland, so rum wäre es natürlich korrekt. Wie auch immer, da oben drauf findet man nichts, das haben wir ja auch gerade gesehen. Die Höhen sind also vollkommen überweidet, da gibt es nichts, was man irgendwie brauchen kann, wäre also für Survival-Zwecke, abgesehen aus psychischen Gründen, weil du gerade mal die Übersicht brauchst und du vielleicht jemanden, wenn du ein Team bist, jemanden hochschickst, der sich die Übersicht mal holt, damit du tatsächlich eine Übersicht hast, dann kann das vielleicht auch sinnvoll sein, aber ansonsten weitgehend Ressourcenverschwendung, da ganz hoch zu steigen. Höchstens am Hang erwarte ich eben eine gewisse Artenvielfalt, wohl möglich eben da auch noch im Tal unter den Bäumen, die wir ja auch schon gesehen haben, die es im Tal offensichtlich gibt. Und wenn sie nicht für die Artenvielfalt relevant sind, dann liefern sie zumindest ein Stück weit Holz. Aber da es scheinbar keine wirklichen Wälder zu geben scheint und der Stefan das so mehr oder weniger auch schon so angedeutet hatte, gehe ich schwer davon aus, dass Holz hier eher eine Mangelressource sein wird. Man kann aber aufgrund eben dieser verfilzten Grasböden, neben der Tatsache, dass man Ton aus dem Wasser holen kann, wird man halt nass bei, wohl möglich vielleicht auch Grassoden gewinnen, je nachdem wie die Situation mit dem Werkzeug ist, dass man sich also quasi kleine Platten aus dem Boden aussticht, die eben von den Graswurzeln verfilzt sind. Und das funktioniert dann wirklich wie wer schon mal einen Rasen in Form von solchen komischen Rasenziegeln irgendwo hingesetzt hat. Eine Grassode ist ein Rasenziegel. Und den kann man auch verwenden, um davon ganz viele aufeinander zu schichten, sich daraus eine Mauer zu bauen. Und tatsächlich ist die Isolationseigenschaft einer Grassodenhütte ganz hervorragend. Die Inuit haben da hunderte von Jahren drin gewohnt und das Ding beheizt mit Körperwärme und einem winzig kleinen Tranlämpchen, wo ein bisschen Robben oder Wal Fett drin schwamm und ein Docht aus Moos und ein winziges Flämmlein und das war quasi deren Heizung. Das geht also irgendwie. So ist es nicht, dass das unmöglich wäre. Der Bauaufwand für eine Grassodenhütte ist natürlich beträchtlich. Dann müsste man, wenn wir jetzt von ausgehen, dass das Ganze wieder 14 Tage gedauert hat, sicherlich 2 bis 3 Tage einplanen, bis man eine richtig vernünftige Grassodenhütte für zum Beispiel 2 Personen, wenn es nicht notwendig ist, wenn das halt doch wieder alleine antreten, dann halt eben für eine Person. Aber dann baust du auch alleine. Also würde ich sagen, ein ähnlicher Zeitansatz, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Das wäre zumindest eine Option, wenn man halt gar kein Holz findet oder kein Tarp bekommt oder sonst wie. Das wissen wir ja auch noch gar nicht, inwiefern es nicht vielleicht eine wasserdichte Regenausrüstung gegeben hat. Also irgendwas, was man eben als Unterschlupf relativ einfach aufbauen kann, bevor man alles aus Naturmaterialien improvisieren kann. Muss. Gut. Die Locations befinden. Die Region, in der die Teilnehmer ausgesetzt sind, befindet sich 600 Meter über dem Meeresspiegel. Zusätzlich hier, das habe ich gemeint. Das sind hier diese Felsen. Ne? Also das ist schon zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Form von Schiefer handelt. Der sieht ein bisschen anders aus als der Grauwackenschiefer, den ich eben so kenne, aber das ist ja auch eine besondere Stelle. Und generell erklärt das aber auch eben die wenig schroffe Landschaft zusammen mit dem Pleistozän-Effekt. Und übrigens, ich glaube, da läuft ein Zwergen-Elb und ein Waldläufer da hinten. Da
gleich da vorne hinter der Ecke. Die Auflösung ist leider zu schlecht. Wobei, das da hinten könnten sie auch sein. Hier 1, 2. Das sieht doch wirklich 1 zu 1 aus, wie aus dem Herr der Ringe. Ja, warum nur? Ja, also gerade diese Felsformationen, die kommen einem doch sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ja, aber das sind jedenfalls Grauwacken. Nicht stabil, sehr erosionsgefährdet und gerne mal eben in Plattenform vorliegen. Muss nicht in Plattenform vorliegen. Das hängt eben sehr stark damit ab, wie das damals absedimentiert wurde. Und ich hatte noch zu wenig Zeit, um mich in die Geologie von Neuseeland so richtig einzulesen. Die ist auch kompliziert, spätestens wenn der Vulkanismus dazu kommt. Aber wunderschöne Landschaft, ne? Also ohne jeden Zweifel. Aber das wussten wir ja schon vorher. Trotzdem, zu essen findest du hier wahrscheinlich nicht viel. Hier gibt es noch so ein paar interessantere Büsche. Das könnte tatsächlich nochmal ein Nothofagus sein. Tatsächlich ist die Südbuche hier die Waldgrenzen, Baumgrenzen gleichzeitig auch Baumart. Das heißt, am ehesten würde ich tatsächlich vermuten, dass das ein immergrüner Bergnotophagus ist. Hier auf der anderen Seite haben wir im Windschatten, das ist auch kein Zufall, im Windschatten vom Felsen auch nochmal ein bisschen Vegetation. Das wäre dann halt spannend, wenn man sich da irgendwo verkriechen müsste. Man könnte auch versuchen, hier in den Spalt selber reinzukriechen, nur wenn es da regnet, dann regnet es da dann irgendwann richtig runter, dann ist da wahrscheinlich auch ziemlich ungemütlich. Könnte ich mir vorstellen. Muss nicht. Vielleicht gibt es auch ein paar trockene Ecken. Ja, jedenfalls die Berge da hinten. Alles kahl gefressen. Das sah nicht immer so aus. Das ist wirklich durch die Schafe, beziehungsweise eben den Mensch, der die Schafe hingebracht hat, ist fast gesamt Neuseeland überprägt worden im Laufe von ein paar Jahrhunderten. Das ist genau wie fast gesamt Schottland, das ursprünglich fast vollständig bewaldet gewesen ist. Und wenn jemand an die schottische Landschaft denkt, hat er die Highlands, die kahlen Hügel mit den weiten Landschaften im Kopf und eben nicht die Wälder, die da ursprünglich mal drauf gestanden sind. Und so ähnlich dürfte es bei Neuseeland auch aussehen. Ja, möchte ich nochmal einfach im Sinne des Naturschutzes kurz erwähnt haben. Zusätzlich haben wir ein schön gemischtes... Ja, und das ist eben wie in Schottland, solche Mini-Waldgebiete, hier noch so ein kleines bisschen Gebuschung, das ist auf jeden Fall Nothofagus da hinten. Es gibt fast keine Kampfzone oder Krüppelzone. Normalerweise ist es bei mitteleuropäischen, generell bei nördlichen, Nordhalbkugel-Waldgrenzen so, dass wir, bevor der Wald aufhört, hier noch einen Haufen so buschartige Vegetation kriegen. Das sieht man am ehesten hier. Da sieht so ein bisschen so aus, als ob es das geben würde, aber eine ausgeprägte Kampf- oder Krüppelzone, wo eben die Bäume in ja, einem krüppeligen Wuchs, ganz klein, so nur maximal 1,50 Meter hoch oder irgendwie sonst wie, mit vielen, vielen Ästen und alles knochig und abgebrochen, viel abgebrochen durch den Schnee, der im Winter kommt und so weiter und so fort. So eine Zone fehlt hier weitestgehend. Der Wald zieht sich als Wald hoch und hört dann auf. Ob das hundertprozentig natürlich ist, weiß man nicht. Zumindest wusste das der Kollege, der in den 60ern eben diesen Aufsatz dazu geschrieben hat, noch nicht. Neuere Forschungsergebnisse habe ich auf die Schnelle nicht recherchieren können. Ich habe aber noch einen spannenden englischen Text, den muss ich mal noch in Ruhe lesen. Da hat mir einfach die Zeit jetzt nicht gereicht, weil der geht schon ziemlich stark ins Detail und da brauche ich dann ein bisschen, wenn es auf Englisch ist, bis ich das auf Fachchinesisch dann auch verstehe und muss da zwei, drei Worte vielleicht nochmal nachschlagen. Zumal Fachbegriffe, die eben in Neuseeland gang und gäbe sind, zum Beschreiben der Neuseeländischen Natur mir hier nicht unbedingt zwingend auf Englisch vertraut sind, weil sich einfach da so das ein oder andere eingebürgert hat. Da gibt es zum Beispiel noch den Possum-Vorfall. Fritz behauptet, es gäbe Opossum. Irgendwo behauptet auch irgendeine Jagdseite im Internet, es gäbe Opossum. Tatsache ist aber, dass es auf Neuseeland überhaupt kein Opossum gibt. Nämlich wird ständig verwechselt dieses Tier hier, der Fuchs Kusku, glaube ich, heißt der, der auf Neuseeland als Possum bezeichnet wird. Achtung, nur Possum, nicht Opossum. Das ist ein Beuteltier, das sich vorwiegend pflanzlich ernährt, ganz hin und wieder mal vielleicht ein Käfer oder irgendwas vertilgt, Säugetiere, eigentlich nicht. Das hier ist ein Opossum. Jetzt sehen die sich zugegeben ein kleines bisschen ähnlich, sind aber wirklich grundlegend unterschiedliche Tiere. Und das Spannende ist, das hier ist eins der Beuteltiere, die wir in Südamerika finden können. Und das Possum, wo habe ich es denn? Ja, nein.
da. Das gibt es ursprünglich von Australien und das wurde dann halt mittels Siedlern, vielleicht sogar schon relativ früh, wohl möglich eventuell sogar von den Maori aus Versehen oder warum auch immer, so genau habe ich es jetzt nicht recherchiert, eben auch in Neuseeland eingeführt und ist da Staatsfeind Nummer 1, weil es eben alle möglichen Grünzeugsachen futtert, aber eben vor allem auch die Eier der einheimischen Vögel, sowas wie den Kakapo, die bekanntermaßen nichts können, schon gar nicht sich wehren und also einer der Hauptfaktoren für das Wegsterben vieler endemischer, wohlgemerkt, also die fehlen so richtig, wenn sie weg sind, die sind dann weg für immer ausgestorben. Was auf Neuseeland wegstirbt, ist häufig komplett ausgestorben dann und dafür ist das Possum verantwortlich. Das Possum ist an sich ja gar kein unsympathisches Tier, ne? Also ich will jetzt auch nicht zu viel über das schimpfen, aber die Neuseeländer, auch die Neuseeländer Naturschützer und Neuseeländer Ökologen wären froh, wenn man es ausrottet. Also Joe, ich hoffe, du hast ganz viel Possum gekillt und gegessen. Ja? Das ist das Gute, weil die ganzen Tiere, die der Fritz gleich noch nennt, im Fritz-Video, das sind alles invasive Arten aus sonst wo, unter anderem aus Deutschland oder Österreich, die man da eingeführt hat, die im Grunde aus Sicht vieler Ökologen von Neuseeland da eben wieder weg können. Die neuseeländische Ursprungsfauna hat keine Säugetiere, ja, und schon gar nicht welche, die alles wegfuttern. Also das Possum, Riesenproblem, Possumfell, es gab auch mal irgendwie 10 neuseeländische Dollar Prämie für jedes Possum, das du umbringst. Und Possumfell kannst du überall für als Touristenmitbringsel erwerben. Oder zumindest war das früher mal so. Ich habe keins gekriegt von der guten Freundin, die da mal da gewesen ist. Was hat sie mir mitgebracht? Irgendeinen Scheiß, aber jedenfalls kein Possumfell. Das Possumfell wäre mir lieber gewesen. Aber da habe ich mich bei ihr schon häufig beschwert. Sie kennt das. So, ja, das jedenfalls, das Possum, beziehungsweise Fuchs. Kusu. Eieieiei. Ja, kein Mensch kennt das Wort Fuchskusu und drum gibt es ja eben diese ständige Verwechslung. Ja? Übrigens hier das natürliche Verbreitungsgebiet, da kommen die eigentlich her und auf Neuseeland haben sie normalerweise nichts zu suchen, da wurden sie dann halt eben eingeführt. Das nur mal am Rande angemerkt. Also Fritz sei verziehen, dass er das Opossum mit dem Possum verwechselt, aber ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Nee, hier müssen wir. Genau. Ja, dann gucken wir doch mal weiter. Vielleicht kommt geht also Freiflächen ab. Das ist jetzt wieder, oh, diesmal mit besserer Grafik, unsere Flusslandschaft. Und übrigens auch ganz interessant, das Wasserleben in Neuseeland, also in solchen Bächen, hält sich wohl auch eher in Grenzen. Da gibt es also nicht so viel Fisch, glaube ich. Das würde ich mal an anderer Stelle noch mal ein bisschen mehr recherchieren. Und falls jemand sich berufen fühlt, uns da noch ein bisschen weiter drüber aufzuklären, weil er sich zufällig mit Fisch sehr gut auskennt, dann bitte gern, da würde ich mich freuen. Und ja, ansonsten sieht man auch so ein bisschen, wie das hier meandriert. Ne? Also der Fluss fließt nicht schön gerade, sondern ordentliche Meander. Das heißt, es wird auch weitestgehend hier auch mal Fälle geben, wo das überschwemmt wird. Wir haben hier übrigens auch ein schönes Zeichen dafür, dass die Berge nicht stabil sind, also dass das Gestein einfach nicht stabil sind, mit solchen deutlichen Erosionsrinnen. Eigentlich ist da oben auf dem Berg zu wenig Fläche, um so viel Wasser aufzunehmen, dass hier ein regelmäßiger Bach runterkommt. Das ist auch kein regelmäßiger Bach, mit Sicherheit nicht, sondern eben einfach bei einzelnen Starkregenereignissen, die durch diese antarktischen Kältewellen oder durch noch einen tropischen Sturm, der gerade noch so nach Neuseeland flutscht oder eben einen sonstigen Sturm, der in den letzten Ausläufern noch nach Neuseeland flutscht, dass es eben kurzfristig wirklich massive Niederschlagsereignisse geben kann. Ein prominentes war, da kam in 4 Tagen 1000 Millimeter runter, also in 4 Tagen mehr als in Deutschland in einem ganzen Jahr an Niederschlag fällt. Also da war mal eine Zeit lang ordentlich Land unter und solche, so krass muss es gar nicht sein, aber so ähnliche Niederschlagsereignisse erzeugen dann eben solche Murengänge hier und dadurch, dass das Gestein sehr rutschig ist, wäre es zum Beispiel eine blöde Idee zu versuchen, da jetzt hochzukraxeln, weil man meint, damit besser auf den Berg zu kommen, beispielsweise. Ja, aber von dieser Landschaft hatten wir ja schon geredet, ist halt die eine Ecke, wo es hier offensichtlich Holz gibt, da liegt noch so ein bisschen Totholz rum und Brennholz dürfte zum Beispiel auch durchaus ein rares Gut sein, da muss man sich dann schon überlegen,
ob man und wie man und dass man das eher nutzt zur Nahrungszubereitung und weniger das wärmende Feuer, beziehungsweise halt nur für Notfälle. Zumal das, was hier noch am Baum hängt, die lebendigen Bäume, damit kannst du ja nichts anfangen. Du bräuchtest also schon auch ein bisschen trockenes ja, hier zum Beispiel, und da liegt ja auch noch was, so ein Holz. Und wenn das nur in Riesenform verfügbar ist, in Form von abgestorbenen Baumstämmen und so weiter und so fort, dann kannst du da wieder nichts mit anfangen, so man dir nicht riesiges Werkzeug mitgegeben hat, mit dem du sowas überhaupt verarbeitest kannst, außer du willst dir halt mit dem Taschenmesser ein paar Holzkeile schnitzen und mit einem großen Stein die da reinkloppen und das dann peu à peu langsam spalten. Und ja, ich bin gespannt. Das wäre doch ein Projekt für Stefan. Da würde ich jetzt wirklich den Stefan gerne mal sehen, wie der da hier Holz verarbeitet. Das kann er ja, denke ich. Das hat er jedenfalls schon ein paar Mal gemacht. Oh, Telefon. Ja. Worum geht's? Okay. Frau ist auf dem Heimweg, das ist schön. Das ist immer eine gute Nachricht. Gut, gucken wir mal weiter. Auch Waldlandschaften, wir Ah, haben einige Höhenmeter das drin, müsste, aber ja, natürlich auch nein, die Scheiße, Flussau. mir war ich zu langsam. Das müsste hier die. Also anteilig könnten das Steineibenwälder sein. Ja, das würde Sinn ergeben. Aber auch hier wieder Angabe ohne Gewähr. Und da hinten ist wieder ein Zwerg, ein Elb und ein Waldläufer. Also einfach wunderschön. Hier übrigens auch schön die Schieferung des Gesteins, die man hier so ein bisschen in groben Schiefern natürlich, in dicken Schichten sehen kann. Also alles dieses hier auch schön zu sehen, ist alles dieses Grauwackengestein, also ganz, ganz typisch. Und eben nur wenig unterschiedliche Vegetationszonen, die wir hier erwarten dürfen. Ich wüsste auch jetzt nicht, warum man unbedingt im Steinalbenwald rumlatschen sollte. Der Joe hat sich ja im Vorbereitungsfeld, da hat er neulich erst ein Video zu gemacht, irgendwie damit beschäftigt, wie man Farn futtern kann. Das ist mir jetzt völlig neu, da bin ich übrigens sehr gespannt auf das entsprechende Detailvideo, wie man Farn essbar machen kann. Ich wusste nicht, dass man Farn überhaupt irgendwie in einen verdaubaren Zustand bringen kann. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Theoretisch sollte es da nämlich auch diverse Farne geben, die gibt es sowieso überall auf dem Planeten und die unterscheiden sich jetzt auch nicht allzu sehr, ob das jetzt Blechnum Spikand oder einfach Nadlerfarn oder sowas in die Richtung ist, ist glaube ich jetzt nicht so entscheidend. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Nur ich weiß auch nicht, was du hier zu futtern finden kannst. Also mal abgesehen von der Hagebutte habe ich jetzt bisher anhand des Bildmaterials wirklich auch vom Ökosystemtyp her keinen Plan, wo es da was zu fressen geben soll. Weil diese super mageren Rasen hier, ne, nehmen wir mal an, da würden noch andere Pflanzen wachsen als eben diese mageren Gräser, müssten die ja auch um einen essbaren Teil zu haben, eine leckere Speicherwurzel oder sowas in die Richtung, müssten sie ja auch so viele Nährstoffe produzieren können, dass sie sich in die Lage versetzt fühlen, eine Speicherwurzel herzustellen. Ja? Die kommt ja auch nicht von ungefähr. Und um eine Speicherwurzel herzustellen, brauchst du immer auch ein gewisses Maß an Stickstoff. Und Stickstoff ist hier in so einer Landschaft auch absolute Mangelware, außer Schafködel vielleicht. Also wohl möglich reicht das hier und da, aber im Großen und Ganzen ist das eine hochgradig nährstoffarme Angelegenheit. Zumindest was den Stickstoff angeht. Allerdings muss man auch wieder der Fairness halber sagen, eine Grauwacke ist eigentlich kein allzu schlechtes Gestein, was den Gesamtnährstoffgehalt angeht, weil die enthält eben Tonminerale und Tonminerale können je nach Art des Tonminerals sogar außerordentlich nährstoffhaltig sein und sind mal abgesehen von kalk- und magnesiumreichen Böden wie eben Carbonaten. Durchaus mit sehr fruchtbar. Ja. Wenn sie dann genügend Zeit haben, um langsam zu verwittern und nicht ständig erosionsmäßig weggespült werden, bevor sie langsam verwittert sind und die Nährstoffe freisetzen können. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr kompliziert und außerordentlich spannend. Und ich glaube, ich übertreibe es langsam mit der Dauer hier, oder? Kann das sein? Aber Ich glaube natürlich auch die schon. Ich mache mal Flussaufwärts weiter. und die Flussabwärtsregion, die nicht so viel Höhenmeter beinhaltet, damit die Teilnehmer sich auch gut bewegen können. Wir sind auf einem Privatgelände. Das heißt, Feuer machen ist kein Problem, Jagen ist kein Problem, Fallen stellen, Fischen, alles Mögliche ist erlaubt und natürlich auch. Das ist nämlich eben das Problem, beziehungsweise das Spannende in Neuseeland. Dadurch, dass die ganzen Säugetiere, die da rumspringen, im besten Fall eigentlich alle weg sollen, hat Neuseeland auch wenig Probleme damit, wenn du als Tourist da irgendwelche Possums und Ähnliches umbringst. Weil die sollen ja eh alle weg. Davon abgesehen, ja, Privatgelände, das wird da wohl auch ein hohes Gut sein. Ich habe mich also nicht allzu sehr jetzt mit dem Jagdrecht beschäftigt, aber gerade Possum jagen kann eigentlich jeder, der Lust hat. Ach, da hat niemand was dagegen. Und auch Rotwild ist durchaus invasiv.
Es gab da mal eine Phase, da gab es für ganz wenig Geld Rotwild, was ja eigentlich ein hochwertiges Nahrungsmittel, das auch teuer ist, ist für wirklich lächerliche Summen im Supermarkt, weil die Neuseeländer wirklich versucht haben, die komplette Insel Rotwild freizukriegen, bis auf so ein paar private Sonderfälle und Sonderhegungen, und den Bestand derart runtergekloppt haben, dass sie quasi Überschuss ohne Ende von neuseeländischem Rotwild hatten. Und weil sie dann irgendwann wirklich viel zu viel von dem Zeug haben, haben sie es nach Deutschland exportiert. Ja. So nach dem Motto, da schicken wir es euch zurück, nachdem ihr es bei uns ausgewildert habt, ihr Gurken. Ja, so in etwa. Hat so ein bisschen Ironie, das Ganze. Bäume fällen. Die Temperaturen können auf jeden Fall nachts ordentlich in den Minusbereich fallen. Das heißt, es ist mit Frost und vielleicht sogar... Gerade die Tag-Nacht-Unterschiede sind sehr, sehr gravierend wegen dem Kaltlufteinfluss der Antarktis. Der kann dann eben auch mal zu deutlichen Tag-Nacht-Unterschieden führen. Generell ist Neuseeland dafür bekannt, klimatisch manchmal höhere Tag-Nacht-Temperaturunterschiede oder kurzfristige Temperaturschwanke zu haben, als eigentlich Winter und Sommer an Temperaturunterschied erzeugen. Und oh, hier gibt es ja noch ein paar Detailaufnahmen von Pflanzen, sehe ich gerade. Ja, jetzt hätte ich gerne auch ein Bestimmungsbuch zur neuseeländischen Flora und Fauna. Oder Google kann sowas ja inzwischen ja auch irgendwie übersetzen oder irgendwie sowas oder identifizieren. Ach, ist mir jetzt egal. Zu rechnen, wir werden es sehen. Das ist jetzt eine schöne Nahaufnahme von dieser grasartigen Vegetation. Das ist sicherlich keins, aber das sieht quasi 1:1 wie die Nordhalbkugel-Variante des Borstgrases aus. Und das sind so typische, wirklich einen dichten Filz bildende Gräser, die unterirdisch quasi überhaupt kein Durchkommen zulassen und ein ganz dichtes Wurzelfilz ausbilden. Und das ist wiederum eben für Survival-Zwecke durchaus praktisch, wenn man sich da eben Ziegel von rausschneidet oder große Platten rausschneidet, dass man das dann eben toll als Baumaterial, insbesondere für Wände von irgendwelchen Hütten verwenden kann. Das isoliert, wenn es dann mal durchtrocknet, sollte es mal durchtrocknen, isoliert das auch durchaus ganz gut. Ja, also solche Gräser haben da schon einen gewissen Verwendungszweck, nur essen kannst du sie halt nicht, wenn du nicht sehr überzeugter Veganer bist. Dann kannst du sie essen, aber verdauen dann immer noch nicht. Ing ist auch ein Thema und vor allem, und das ist natürlich nochmal sehr speziell, gerade bei den Temperaturen, wir haben eine Übrigens Trinken haben wir noch völlig vergessen. Entschuldigung. Ja, mir fällt halt viel Zeug ein. Aus dem Bach saufen würde ich in Neuseeland tatsächlich nicht, weil, zumindest sagt uns Wikipedia, dass Klimavegetationsformen, Gewässer, Flora, Fauna, wo steht's denn? Umweltprobleme. Nach einem Bericht des Umwelt- und Statistikamtes Neuseeland 2019 bedeutet, dass das Land beutet das Land seine Natur immer erbarmungsloser aus. Die Landwirtschaft und allmählich auch der Tourismus gefährden demnach mittlerweile ganze Ökosysteme. Zahlreiche Arten seien vom Aussterben bedroht, das ist nichts Neues. Der Mensch dringe immer weiter in bisher unberührte Landschaften vor, zum Beispiel die Seven-Worlds-Wild. Leute, nee, ist privat, das ist schon in Ordnung. Das Gebiet ist nicht unberührt. Da sind auch sonst Leute unterwegs. Ne? Immer weiter in bisher unberührte Landschaften vor. Das Naturparadies stehe vor dem Kollaps. Besonders gefährdet sind dem Bericht zufolge Flüsse und Seen. 95% aller Fließgewässer im Tiefland seien verschmutzt. Die Wasserqualität sei dort so schlecht, dass in den meisten von ihnen nicht gebadet werden dürfe. In jedem zweiten Fließgewässer liege die Kontamination mit Bakterien und ein Fünffaches über den Richtlinien des Gesundheitsministeriums. Jöi! Ja. Allerdings ist das natürlich, was wir da jetzt beim Fritz haben, kein Fließgewässer des Flachlandes, sondern des Hochlandes. Aber so gänzlich ohne Wasserfilterung wäre ich da definitiv dann auch sehr, sehr vorsichtig. Zumal drumherum sind die Viecher unterwegs, oben drüber in den Bergen sind die Viecher unterwegs. Also eine Kontamination durch Schafkot ist da sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich habe in Schottland einmal Schafurin quasi aus dem Bach gesoffen. Also es war schon Wasser im Bach, aber hat sehr nach Schafurin geschmeckt. Und kann bestätigen, das ist nicht so lustig. Ja, das ist auch, das solltest du dann definitiv nicht trinken. Die gute Nachricht, unser Geschmackssinn ist meistens relativ gut in der Lage, zumindest meiner Erfahrung nach, Urin bzw. tierische Hinterlassenschaften im Wasser ziemlich intensiv gut und einfach rauszuschmecken, weil das so einen Ammoniak-Geschmack hinterlässt, den wir selbst mit unserem miserablen menschlichen Geschmackssinn doch gut detektieren können. So, sorry Fritz. Luftfeuchtigkeit, ja, 80-90%, was das Ganze nochmal sehr herausfordernd macht. Das heißt, es liegt auf der Hand, wir sprechen ganz klar
von der härtesten und kältesten Staffel, was ja, die Wettergegebenheiten angeht, die wir je hatten. Was uns natürlich auch extrem wichtig war, wir wollten eine große Anzahl und eine Vielfalt von ja, möglicher tierischer Notnahrung haben, sowohl klein als auch groß. Das heißt, wir haben Vögel, wir haben Opossums, wir haben Kaninchen. Ja, und das da war eben ein Possum und nicht ein Opossum. Hier das da, ne? Also ganz eindeutig erkennt man natürlich sofort, dass es sich hier definitiv um dieses Tier handelt. Nee, ist wirklich so. Ja, das erkennt man auch wirklich sofort, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, wie man Tiere an der Silhouette und so weiter und so fort erkennt. Wir haben Kaninchen bzw. Hasen. Korrekt. Sowohl der Feldhase als auch verschiedene Kaninchen sind da eben auch im Zuge von ja, irgendwelchen Ideen, dass man das doch lustig wäre, die da auszusetzen, eben ausgesetzt worden. Und weil die Landschaft damals zumindest noch jede Menge Futter für die hergegeben hat, haben die sich explosionsartig ausgebreitet. Sie haben ja auch bekanntermaßen eine hohe Fortpflanzungsrate. Und seht ihr das überhaupt? Bin da ich im Bild? Kann sein. Also da, wo ich bin, da ist jedenfalls jetzt so ein Kanickel drunter. Und machen wir mal ein kleines bisschen weiter. Wir haben Wildschweine. Na gut, dann halt eben ein Schwein. Und unter anderem, das war, ach jetzt fällt es mir wieder ein, genau die Ratte. Die Ratte war ein Riesenproblem. Die Ratte hat auch vor allen Dingen jede Menge Vogeleier gekillt. Das ist ja der Ratte scheißegal, wie groß das Ei ist. Die macht halt in jedem Fall ein Loch rein und schlürft das ganze Ei aus. Und wenn nicht, ruft sie ihre Kumpel. Und die holen sich den Rest. Und um die Ratte loszuwerden, hat man das Possum unter anderem eingeführt. Und die Hauskatze. Das war auch keine gute Idee, weil die ist erst recht auf die heimischen Vögel losgegangen. Die ist man dann wieder einigermaßen losgeworden. Übrigens, das Wildschwein, beziehungsweise Wildschwein, das ist so eine Mischung. Das sind teilweise verwilderte Hausschweine, teilweise richtige Wildschweine. Da kann man sich jetzt kloppen, was da so alles an Schweinen unterwegs ist. Es gibt wahrscheinlich beides. Verwildertes Hausschwein erlegen ist auf jeden Fall lecker und dürfte vielleicht auch nicht weiter dramatisch sein. Wildschwein hängt natürlich von der Art der Bewaffnung ab. Ich frage mich ohnehin, wenn es eine Teamveranstaltung sein würde. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte sein, dass es eine 7 zusammen versus Wild Veranstaltung wird, dass die 7 also auf einem Haufen hocken dürfen und welche Regeln dann auch immer gelten, nur wenig Ausrüstung kriegen, aber halt eben zu 17, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht ist bei der Ausrüstung irgendeine Möglichkeit dabei, tatsächlich eine Schusswaffe ranzukommen. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, was der Joe da alles an essbaren, invasiven Sachen, die sowieso von der Insel runter sollen, alles so ansammeln und abliefern kann. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt. Es ist übrigens für mich sehr beruhigend, dass so ziemlich alles, was da irgendwie geschossen werden oder gekillt oder Fallen gejagt oder sonst irgendwie, Fallenjagd ist natürlich möglicherweise grausam, da muss man dann mal ein bisschen gucken, ob ich da noch was zu schimpfen kriege. Ja, wie auch immer, jedenfalls grundsätzlich ist es ethisch-moralisch sehr vertretbar, eben diese ganzen invasiven Tierarten da zu bejagen, so man dann eben damit leben kann, dass man den Originalzustand der Insel überhaupt irgendwie wieder wiederherstellen möchte oder zumindest den endemischen Arten auf der Insel eine bessere Zukunft ermöglichen will, indem halt eben der Kakapo wieder in Ruhe sein Kakapo-Leben führen darf, das ja so frei von jeglicher Gefahr normalerweise abläuft. Ja. Hirsche und vieles mehr. Ja, und das ist so ein Neuseeland-Rotwild, Rothirsch, vermute ich. Das ist jetzt im Dunkeln gar nicht so einfach und das ist auf jeden Fall auch nur ein junges Männchen. Aber ja, wahrscheinlich wird es Rotwild sein. Ja. Das macht natürlich auch außerordentlich satt. Gerade auf Neuseeland erreichen die männlichen Tiere wirklich enorme Größen, weil sie noch zumindest jede Menge leckeres Futter finden, sehr mineralreiches Futter, was eben an dem relativ guten Ausgangsgestein liegt, dass die Gräser da doch recht reich an verschiedensten Mineralien sind. Und dann kriegen die sehr schnell ein großes Geweih, werden aber ansonsten auch ziemlich groß, ziemlich schwer. Soll wohl 300 Kilo Exemplare geben, habe ich mir sagen lassen. Aber gut, bei uns wird auch 52 Kilo. Aber das mit dem riesigen Geweih ist wohl halt die Besonderheit. Könnte auch daran liegen, dass man eben damals, als man den Hirsch nach Neuseeland verfrachtet hat, quasi von der Genetik her nur tolle Geweihhirsche nach Neuseeland verfrachtet hat, weil das der einzige Sinn und Zweck der Veranstaltung war. Man wollte in Neuseeland Trophäenjagd betreiben und nicht, weil man da irgendwie Bock auf Hirschfleisch hatte, das ist mehr so ein Nebenprodukt, sondern es ging wirklich einzig und allein um die Trophäen. Und wenn die komplette Hirschpopulation, Männlein wie Weiblein selbstverständlich, auf Neuseeland nur aus Top-Geweihhirschen besteht und dann die gesamte
und sich nur Top-Geweihhirsche weiter fortpflanzen, logischerweise, und die Mütter von Top-Geweihhirschen und die Schwestern von Top-Geweihhirschen, dann kriegst du halt eine selektive Inzucht auf Top-Geweih. Und ja, das Resultat ist halt eben, dass damit geworben wird auf Deutsch von neuseeländischen Jagdveranstaltern, dass man doch bitte nach Neuseeland kommen soll, um da Top-Geweihhirsche zu schießen. Solange man davon gleich alle schießt, wäre das ja in Ordnung, aber halt ein paar werden auf Privatbesitz eben auch in zu hoher Stückzahl gehalten, weil es auf Privatbesitz eben geht. Das wird wahrscheinlich auch eben jetzt beim Seven vs. Wild Gelände der Fall sein, damit man eben auch davon leben kann, da Top-Geweihhirsche anzubieten. Habe ich jetzt, glaube ich, auch so irgendwie häufig gesagt, dieses Wort. Ich sage es jetzt nicht nochmal. Das komplette Gebiet, wie eben schon gesagt, ist ja im Privatbesitz, das heißt... Wie gesagt, ja. Was ist denn jetzt los? Oh, eine Werbung. Sekunde, die überspringen wir gleich. Das heißt, dort sind auch vereinzelt immer wieder Jäger unterwegs und dadurch haben wir einen ganz guten Erfahrungswert, was sich da wirklich alles befindet. Vereinzelt Jäger unterwegs. Naja. Wie hoch die Population ist und wie hoch auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dort etwas erlegen kann. Wir selbst... Überpopulation, ja. Das hat ja auch der Stefan schon angedeutet, dass da wirklich erfreulicherweise total alles voll war mit den Viechern. Man muss da nur rumlaufen und die sind dann überall. Das ist eben kein natürliche Wildnis mehr, soweit ich das jetzt beurteilen kann, sondern eben tatsächlich eben künstlich hochgehaltener Wildbestand, damit derjenige, der da auf Safari geht, da dann halt eben Spaß haben kann. Andererseits, ich will mich gar nicht beklagen, dass er möglichst Seven vs. Wild eben in einer Umgebung stattfinden zu lassen, wo du genügend Survival-Action hast, in der du aber keine Urnatur kaputt machst. Also das ist wirklich völlig in Ordnung für mich, dass das nicht mitten in der Wildnis stattfindet. Aber ja, bisher haben sie es auch nicht mit mitten in der Wildnis beworben. Erstaunlich ehrlich, aber kommt wahrscheinlich noch. Kommt wahrscheinlich noch. Auch schon beim Scouting unterwegs und haben wirklich jeden Tag und mehrfach Tiere gesehen. Und man findet gefühlt wirklich alle 5 Meter irgendwelche Tracks, irgendwelche frischen Abdrücke und natürlich auch Losungen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch einige essbare und auch giftige Pflanzen und verschiedene Pilze. Das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Wurzeln, die man ausgraben kann und essen kann zum Aufkochen. Und da haben wir jetzt dem Joe seine Fahne. Allerdings sieht mir das da, jetzt insbesondere, dass da auch Baumfahne im Hintergrund hat oder zumindest etwas, das sehr wie Baumfahne aussieht, so eine Urzeitpflanze, hat unter anderem auf Neuseeland relativ viel davon in dieser Richtung überlebt. Soweit konnte ich das recherchieren. Und ja, der Joe offensichtlich irgendeine Insider-Info hat, wie man das Zeug essen kann. Es ist mir ein völliges Rätsel. Überrasch mich bitte. Also ich bin wirklich enorm gespannt. Habe ich keinen Schimmer. Was anderes Mampfbares sehe ich hier nicht. Wir haben da noch ein paar Lianen im Hintergrund, die da an einem offensichtlich... also das ist ein Regenwald hier. Das ist eindeutig ein Regenwald. Das kann man am Epiphytenreichtum und dem Vorhandensein von Baumfahnen erkennen. Ob es ein kühlgemäßigter Regenwald oder ein fast schon tropischer Regenwald ist, das kann ich jetzt anhand dessen, dass ich mich eben nicht ganz auskenne mit dem Gebiet mit Neuseeland, so jetzt nicht bestätigen oder nicht sagen. Aber die Chancen, dass sie das im Gebiet, wo sie tatsächlich abgesetzt haben, sind jetzt bei diesem Bild hier tatsächlich relativ gering. Das ist jetzt, glaube ich, mehr so ein gibt's allgemein in Neuseeland-Ding und jetzt ein weniger gibt's da wirklich vor Ort-Bild. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie das da ins Gebiet kommen soll. Höchstens, nee, das geht nicht, nee. Falsche Klimazone. Wir sind da in der kalten Zone und in der nicht super nassen kalten Zone. Wenn das jetzt ein kühl gemäßigter Regenwald wäre, dann wird es von den Temperaturen ja noch gehen, aber dann fehlt der Niederschlag auf der falschen Seite der neuseeländischen Alpen. Ne? Also, nee, das gibt es da bestimmt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn die Location stimmt, soweit die jetzt geraten wurde, beziehungsweise ermittelt wurde, gibt es das da nicht. Da könnte mich dann gerne drauf festnageln, wenn ich mich anrüsten, was auch immer. Oder auch sehr viele Hagebuttensträucher. Wenn euch generell noch Fragen zur Location einfallen, was ihr noch unbedingt wissen wollt, was ich vielleicht in dem Moment vergessen habe, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Also bitte, Fritz, ne, du hast 4 Minuten 43 jetzt geredet. Was hast du vergessen? Alles! Ja, kein Piep zur Geologie und so. Also wirklich, ne? Ich weiß nicht, ob da noch was Interessantes kommt. Ich lasse es jetzt mal zu Ende laufen.
das ein bisschen durch, like die Sachen durch, die euch auch interessieren, und dann werden wir generell sowieso am Ende nochmal ja eine große Q&A-Session machen, um auf alle offenen Fragen der Community einzugehen. Und im nächsten Video geht es aber erstmal um den ja, neuen Spielmodus, was wir uns da überlegt haben, denn es gibt mal wieder, wer hätte es gedacht, einige Veränderungen. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann natürlich auf jeden Fall Kanal abonnieren, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, Fritz. Ja, ich bin begeistert. Ich finde das immer noch extrem spannend. Wirklich, das könnte für mich die mit Abstand spannendste Staffel werden. Wirklich, ich bin begeistert. Ich freue mich da richtig drauf. Kandidatenauswahl hervorragend bis völlig in Ordnung. Irgendwo so in dem Bereich. Und gerade also jetzt noch mit der Location und die Tatsache, dass Neuseeland sowieso wunderschön ist, also wirklich, da freue ich mich drauf. Ah, das wollte ich euch noch zeigen. Wir haben hier nochmal eine PNV-Karte, potenziell natürliche Vegetation. Was mich übrigens sehr freut, dass es eine PNV-Karte zu Neuseeland gibt. Die potenziell natürliche Vegetation hat mein Großvater irgendwann, ich glaube, Anfang der 50er Jahre erfunden, dieses Konzept. Und jetzt brauchen wir dazu natürlich noch die, hat sich übrigens weltweit durchgesetzt, mehr oder weniger, die Legende. Also, wir haben in der Ecke, wo es ungefähr spielen könnte, einmal gelb. Gelb ist Grassteppe. Wir haben einmal dieses Lila, das ist Bergheiden. Beides trifft zu, haben wir auf den Bildern gesehen. Wir haben vielleicht ein ganz kleines bisschen gemäßigter Laubwald. Und jetzt machen wir das nochmal groß. Ich würde uns irgendwo hier verorten wollen. Also das sind so die Möglichkeiten. Allenfalls haben wir noch vielleicht was von dunkelblau. Also hier kann man das vielleicht nochmal, da sind auch diese Seen. Ich glaube, da waren wir irgendwo bei diesen beiden Seen, ja, hier so nebendran. Also weitestgehend im Gebiet der Bergheide oder Steppe oder irgendwie sowas in die Richtung. Und nichts Gescheites. Also wenn überhaupt, dann nur kleine Reste von diesem grünen, hellgrünen Wald. Und bestimmt nichts von dem Küstenwald. Ja, das ist hier dieses dunkelblaue. Der Vollständigkeit halber komme ich da hoch, wenn ich die Pfeiltasten drücke. Ja, die Nordinsel sieht natürlich ganz anders aus. Die ist deutlich tropischer geprägt. Also das ist schon, es ist unglaublich spannend, wie viele verschiedene Ökosysteme und Kleinklimastandorte man auf Neuseeland hat, wenn da nicht eben die Übernutzung und die Naturzerstörung auf dieser Insel nicht wirklich ein großes Thema wären. Ja. Die ist einfach zu spät in Anführungszeichen entdeckt worden, um dann zu schnell geplündert zu werden, was ihre Ressourcen angeht. Und als dann der Naturschutzgedanke aufkam, ich möchte in Neuseeland überhaupt keinen Vorwurf machen, wirklich nicht. Ja, die können da, die jetzt leben, können sowieso nichts dafür, die allermeisten. Und das ist einfach dumm gelaufen, dass da mitten in der Industrialisierung plötzlich so eine neue Insel auf einmal zur Verfügung stand, die man plündern kann. Waren, glaube ich, die Briten meines Wissens. Schon wieder. Ich muss zum Punkt kommen, sonst nervt ja auch mein Handy. Ich wollte euch dieses Bild hier nochmal zeigen. Das könnte uns im besten Fall noch erwarten, dass tatsächlich irgendwo doch im Anschluss noch so eine schicke Felslandschaft ist. Das ist jetzt hier auch kein Grauwacke mehr, sondern das sind mal ein bisschen die anderen Geologien. Das könnte alles Mögliche sein. Ich habe das jetzt nicht groß recherchiert, aber auch ne, wunderschön, wunderschön. Darum ging es mir hier im Wesentlichen. Ja, Flora und Fauna habe ich mal den Wikipedia-Eintrag da gelesen. Der ist erstaunlich kurz, da wird man nicht wirklich schlau draus. Und die Südbuche, da hatten wir auch drüber geredet. Übrigens hat sie wunderschöne Blätter. Südbuchen habe ich schon ein paar Mal in botanischen Gärten selbstverständlich den einen oder anderen kennengelernt. Auch die neuseeländischen können bei uns zumindest im botanischen Garten einige angebaut werden. Ja, die sind vom Holz her durchaus interessant. Man kann da auch Häuser mitbauen mit den meisten Arten. Also einigermaßen. Ne? Und das ist auch nicht unbedingt einfach, aber geht. Ist also als Survival-Holz zum Feuer machen durchaus zu gebrauchen und auch für keine Ahnung, irgendeinen dicken Stock, um andere Teilnehmer zu kloppen, falls das notwendig sein sollte. Oder Possums zu kloppen, wenn man sie dann einfach so gekloppt kriegt. Oder um eine Speerschleuder zu bauen. Joe, ich will eine Speerschleuder sehen. Das ist jetzt kacke, ne? Jetzt hat man da mal voll den Experten, jetzt kann man sich alles Mögliche von ihm wünschen und kriegt man wahrscheinlich sowieso nicht.
Ja, das ist übrigens die hochalpine Scheinbuche hier. Leider nur ganz wenig Bildmaterial dazu verfügbar. Man erkennt die schön an den kleinen Blättern, erinnert ein bisschen an Betula nana, das ist die Zwergbirke. Die steht aber auf der anderen Seite vom Planeten, also hoch im hohen Norden, Nordkanada, also Nord-Nordkanada wirklich. Die haben wir zum Beispiel bei Seven vs. Wild Staffel 3 nirgendwo gesehen, weil das war ja zu weit südlich, Vancouver Island, da findest du keine Betula nana. Ja, aber von den Blättern her sehr ähnlich. Deswegen wurde ursprünglich die Südbuche auch erstmal als normales Buchengewächs, also als Fagus, Menziesii zum Beispiel eingeordnet. Ich weiß gar nicht, ist das hier die Menziesii? Das ist, ja, Notophagus menziesii. Und schon eine deutliche Ähnlichkeit mit Buchen- oder Birkengewächsen. Gehört sie übrigens auch dazu, guckt mal hier. Ne? Ordnung Buchenartige. Familie Scheinbuchengewächse. Also, und das ist jetzt halt der Unterschied. Ordnung Buchenartige ist unsere Buche definitiv auch, übrigens auch Birken. Aber die Familie ist dann bei unseren Buchen halt Buchengewächse und nicht Scheinbuchengewächse. Es ist ganz witzig, hätte sich die Zivilisation in Anführungszeichen, beziehungsweise die Wissenschaft, nicht von Europa aus ausgebreitet, sondern von mir aus von Neuseeland aus, dann würde wahrscheinlich die Neuseeland-Buche in Anführungszeichen, die Scheinbuchen, jetzt Buchen heißen und unsere Buche wäre die eigentliche Scheinbuche. Wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wie bestimmte Sachen sich auf dem Planeten entwickelt haben, finde ich das eigentlich ganz interessant. So, Possum habe ich erzählt und ach so, das ist hier nochmal, das sind diese Eiben. Diese Steineiben. Ja. Also das sind durchaus sehr, sehr, sehr imposante Bäume und haben mit unseren Eiben gar nicht mal so viel zu tun. Erinnert also nur begrenzt daran, wie die ausschauen. Aber die wollte ich euch einfach auch nur nochmal spaßeshalber nochmal kurz gezeigt haben. Wenn ich das Bild schon rausgesucht habe, dann muss ich euch damit auch nerven. So, und damit weiß ich gar nicht. Gehen wir doch mal zurück zur Insel nochmal. Wo ist sie? Hier ist sie. Und da haben wir angefangen und dann können wir jetzt, denke ich, auch wieder aufhören. Das ist also das, was ich so auf die Schnelle zu Neuseeland zu sagen hatte und zur Landschaft, die wir da gesehen haben. Und gerade insbesondere da diese Prärielandschaft, Steppenlandschaft, die wir da haben, mit kaum Versteckmöglichkeiten, kaum Ressourcen, auch Holz, Brennholzmangel und so viel Hirscheiße werden sie da auch nicht finden, dass sie damit heizen können, hoffe ich. Wenn doch so viel da ist, dann ist wirklich, wirklich Übernutzung. Das könnte extrem interessant werden. Ja, und gerade wenn dann noch mieses Wetter dazu kommt, und das haben sie wahrscheinlich wirklich gehabt, dann könnte das extrem interessant werden. Und dann wäre ich auch glücklich. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Ich habe da wirklich null Insider-Infos, nix. Dann wäre ich auch glücklich mit einem 7 als Team versus Wild, weil das wird da wirklich, wirklich knackig. Ja? Und wenn dann nur der Joe zum Beispiel jagen muss und der Stefan meinetwegen eine Hütte baut und der Rest irgendwie versucht nützlich zu sein. Und der Uwe hoffentlich nicht alle wegkickt, die ihn nerven, dann, das ist halt so, das ist wiederum das ist wieder das, was ich nicht sehen möchte. Ja? Was ich nicht brauche, ist so zwischenmenschliche Quälereien im Lager, dass es dann Streitereien zwischen den 7, die aufeinander hocken, gibt und das brauche ich so wiederum gar nicht. Das geht dann so in Richtung Dschungelcamp. Ich weiß nicht, ob du das Dschungelcamp nie gesehen, aber ja, Gerüchte zufolge soll es da sowas geben. Und das wäre dann wiederum schade. Aber keine Ahnung, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Das war mein kurzer Beitrag zum Thema Neuseeland als Location und was ich dazu zu sagen hatte. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Sorry fürs maßlose Übertreiben, aber Frau ist nicht da und keiner macht mir Abendessen, also hatte ich Zeit. Nein, ich mache das schon selber. Tschüss.